Hallo und willkommen zum einem Rundgang über das wahrscheinlich größte Nutzfahrzeugtreffen Deutschlands. Ich sag's euch schon mal, das wird jetzt mal ungefähr mindestens eine Stunde dauern. Hier ist der Eingang. Ich bin gerade rein und wir gehen jetzt einmal alles komplett ab, was es hier so gibt. Wir sind in Leipzig, also Markkleeberg, auf der Agra. War früher zu DDR-Zeiten immer schon Landwirtschaftsausstellung. Und heute ist hier Bulldog-, Dampf- und Dieseltreffen. Das ist so mit das größte Treffen, was es gibt. Aller 2 Jahre. Ja, und wie gesagt, wir laufen das jetzt mal einmal komplett ab. Und das wird dauern. Weil hier gibt es so viel zu entdecken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist der Hammer. Dorthin sind sogar Reisebusse, die ja extra herkommen. Nur um sich das anzugucken. Herrlich. So viel zum Intro. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal los und gucken mal, was hier so alles zu entdecken gibt. Wie zum Beispiel eine seltene Elektrostallarbeitsmaschine. Teilemarkt gibt es natürlich auch. Ohne Ende hier. Und da wir ja wirklich alles abgehen, gehe ich auch in jede Seitengasse hier. Weil auch hier in den Seitengassen stehen Fahrzeuge. Es ist cool. So einen Anhänger habe ich aber auch noch nie gesehen. Ein Doppelachser. Ja, genau, wir gucken wirklich uns alles an, weil, schaut mal hier zum Beispiel, stehen einfach mal ein Multicam mit einem Junkers Gegenkolbenmotor drauf. Herrlich. So, richtig guter Zustand hier, das Multicam. Sehr schön. Hier steht ein S4000. Vor allem, guck mal, wir sind echt hier abseits, ne? Von der Hauptpromenade. Da vorne gehen die alle lang. Aber selbst hier, guck mal, was hier steht. Abseits von der Hauptpromenade. Es entgeht den ganzen Leuten. Weil ich glaube, von dem Rohbohr, das ist ein Rohbohr Trump, da wurden nicht viele gebaut. Ich glaube, das sind unter 1000. Und dann noch hier als Absetzkipper. Selten, selten, selten. Ich glaube, sowas sieht man nur hier. Natürlich übrigens ein geiles Teil, ne? Also hier guckt mal, wie das... Der Rahmen ist einfach nur hier so zusammen. Scheint aber ein Allrad zu sein. Krass, was die damals so konstruiert haben. Gefällt mir auch irgendwie mit der Stoßstange. Cooles Teil. So, daneben haben wir noch CT 323. IFA Fahrschule. Ey, das ist wirklich ein Fahrschul-LKW. NW 50 Fahrschule. Ist nicht nur so dran. Weil guck mal, das gab es damals wirklich. Zwei Lenkräder. Krass, ne? Da konnte der Fahrlehrer, wenn du nicht so gut um die Kurve gekommen bist, weil du wieder im Stand gelenkt hast, mitlenken, mithelfen. Wenn die Servolenkung nicht geht, ich weiß gar nicht, ob der W50 eine Servolenkung hat. Auf jeden Fall, wenn du keine Servolenkung hast beim W50, konnte der Fahrlehrer quasi mithelfen beim Lenken. Habe ich so auch noch nie gesehen. Schön, mit 2 Lenkrädern. Der hat dann wahrscheinlich auch 2 Pedale, alles doppelt. Schön.
Knauna S4000 und ein Minol B50. Und hier drüben sieht man mal in B50 in Monster Truck Ausführung. Ne? Ist schon ein bisschen größer als hier drüben der. So, gucken wir weiter. Der hat es verstanden hier, dass man auch hier lang fahren muss. Weil, hier guckt mal, da stehen einfach mal noch zwei Dampfmaschinen. Die eine wird auch gerade angeheizt, so wie es aussieht. Müssen wir uns gleich mal angucken, aber erstmal müssen wir noch hier den W50 angucken. Mit langem Fahrerhaus und Anhänger, schön. Hier ist einer mit Koffer. Ah, die werden beide gerade angeheizt. Das ist halt das Schöne auf dem Treffen hier. Das heißt ja Dampf und Diesel. Wir fahren auch solche Maschinen. Ich habe keine Ahnung, was das an sich eigentlich überhaupt sein soll. Ob das jetzt ein Zugtraktor sein sollte damals oder weiß ich nicht, als was das benutzt wurde. Es ist auf jeden Fall aus England. Ob das nur zur Show war irgendwie? Hier steht Volt. Ob das ein Generator war? Mobiler Generator. Ich glaube, ich muss mal jemanden fragen. Wenn ich jemanden finde. Ich mal fragen hier, für was die Dinger benutzt wurden. Ja, also ich habe gerade mal mit dem Besitzer aus England geredet. Er kann sogar sehr gut Deutsch. Also die blaue Dampfmaschine hier war zum Rangieren teilweise, ne, sieht man ja hier, auf dem Jahrmarkt. Und aber, deswegen ist auch das ganze Bling Bling hier, die war wirklich für den Jahrmarkt dort in England als Stromerzeuger, hat die das Ding damals laufen. Deswegen haben wir hier auch das hier alles dran gebaut. Da ist dann, hat er gesagt, ist hier dann mit Riemen irgendwie, hier, ach ja, das ist der Generator, genau. Hier kommt der Riemen dran, bis dort vor, und dann kann man den Generator laufen lassen und hat quasi Strom. Und die andere, die hier drüben, war als Traktor gedacht, wurde dann aber eher so als Straßenzugmaschine damals genutzt. 1910 oder 1912, 13 war das ja. Ich muss nochmal genau aufs Typenschild gucken. Aber wie gesagt, also die Teile wurden auf der Straße benutzt, um schwere Lasten dort zu ziehen. Hm, quasi die ersten Zugtraktoren. Ja, hier steht es 1913. Das waren quasi so die ersten fahrbaren Dampfmaschinen für die Straße. Und das haben wir halt hier auch auf dem Treffen, herrlich. Dampf und Diesel, sehr schön. Sehen wir nachher bestimmt nochmal fahren. Aber das Vorheizen dauert mehrere Stunden. So, hier haben wir noch Multicar, ZT, noch ein ZT, die sind bestimmt auf Eigenachse hergefahren. Hier sieht man übrigens mal den Unterschied. Normaler und Allrad ZT. Seht ihr, wie breit der ist, der Allrad und der normale? Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. So, hier drüben, was haben wir hier stehen? Das ist kein DDR-Produkt. Ich kann es euch aber nicht sagen. Irgendein LKW. Dort vorne, das müsste noch ein RS, was war das, 08 Maulwurf sein, was dort steht. Ah, und das hier ist ein Volvo. Ein Volvo. LKW in sehr, sehr gutem Zustand. Herrlich.
Und daneben haben wir ein Deutz. Sieht fast aus so ein bisschen wie ein Lanz. Aber es ist ein Deutz. Hier haben wir noch einen Deutz, einen schönen kleinen. In Unimog. Auch in sehr klein. Aber so war es halt damals. Ne? Das muss ich sagen, ich hatte auch schon mal einen Unimog, stört mich ein bisschen. Man hat halt mega, mega wenig Platz. Guck mal. Gerade wenn man ein bisschen größer ist. Das ist. Ja, das ist ein bisschen schade bei den Dingern. Da sitzt du auf dem Traktor bequemer. Da hast du hier so auf dem Eicher-Traktor einfach mal viel, viel mehr Platz. Hier sitzt du bequem auf deinem Sitz. Schöne Beinfreiheit, alles. Wenn wir hier beim Unimog gucken, hier drüben, da ist ja auch der Motor dort in der Mitte. Hier guck mal, wie wenig Platz da ist. Auch links, da kommt schon Radkasten. Also ich mag die Unimogs, aber ich mag sie nicht fahren. Auf längeren Strecken oder so. Weil halt kein Platz. Da muss man sagen, da kommen wir nachher noch dazu, zu Rohbohr. Da ist der Rohbohr vom Pfarrerhaus bedeutend geräumiger. Der Rohbohr, der Unimog des Ostens, ist nicht so geil von der Technik her, aber vom Komfort her tausendmal besser. Und hier haben wir auch noch einen schönen Lanz. Herrlich. So, das war die erste Seitengasse. Jetzt gehen wir mal wieder vor. Zum Hauptstrom. Zur Hauptstraße. Aber wie gesagt, ich gehe wirklich heute alles ab. Wer sich das Video bis zum Ende angucken will, das wird wahrscheinlich knapp 2 Stunden dauern, aber ist doch schön. So was sieht man nicht alle Tage. Die ganzen alten Abzeichen hier. Aber ich muss sagen, es sind leider keine Original-DDR-Plaketten. Das ist hier alles von Treffen. Sah aber auf den ersten Blick so aus wie schöne DDR-Plaketten, weil da gibt es ja auch welche. Ich muss mal gucken. Hier, das ist eine schöne DDR-Plakette. Für 100.000 Kilometer, FDGB. Das war gut. Da gab es auch hier noch mit, ich glaube, 100.000 Kilometer ohne Generalreparatur, 5 Jahre unfallfrei und so. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir das noch an irgendwelchen anderen Fahrzeugen. Das war damals zu DDR-Zeiten ganz cool mit den Plaketten, fand ich. Da gab es die eine oder andere Auszeichnung für gute Aktivisten. So, und wir gucken jetzt mal weiter hier auf der Hauptstraße, was wir denn noch alles hier so finden. Hier haben wir ein paar Barkas stehen. Schön ist auch, hier fährt auch alles mögliche lang. Und seltener Framo da drüben. Ja, hier haben wir ein paar ZTs stehen. Ein schöner Allrad. Die 323 waren ja sowieso dann alle Allrad. Und hier drüben haben wir noch einen schönen Trabi. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht machen wir es so, dass wir erstmal nur linksseitig alles abgehen. Und dann nochmal rückzu auf der rechten Seite alles abgehen, damit wir wirklich alle Fahrzeuge sehen. Bin ich gerade noch mal am Überlegen. Aber so können wir es machen. Wir gehen jetzt erstmal hier links lang. An den ZT vorbei mit schönen, dicken, fetten Frontgewichten. Und hier fährt mal eben alter Pomsenschlepper lang. Herrlich. DDR-Bauwagen. Einzige, was ich hier bis auf dem Treffen vermisse, ist so ein bisschen der DDR-Kult. Hier ist wenig DDR-Flaggen oder so. Ich meine, sind ja auch viele DDR-Fahrzeuge, aber so ein bisschen der DDR-Kult könnte ein bisschen mehr sein. W50, verschiedene Ausführungen hier. Hanomag Robust 800. Hier haben wir auch was Seltenes, was bestimmt keiner von euch bisher so gesehen hat. Eine Hopfenspritze S300.
Mal gucken, das wird bestimmt der Einheitsmotor sein. Genau. Sechs PS Einheitsmotor, genau. VEB Parkhauswerke. Den muss man noch mit der Hand starten. Schon interessant, was es damals so alles gab. Hermann Lanz, Normag, Ford, UTB. Hier daneben haben wir jetzt Belarus. Noch ein Belarus daneben. Da ist übrigens, kann man mal gut sehen, das ist die alte Version mit der Rundhaube. Sieht schon stylisch aus, ne? Später, das war halt so kantig, ne? Und die haben halt noch schön die einen Rundhauber. Ganz alte Version. Sehr schön. DDR-Wohnanhänger dürfen natürlich auch nicht fehlen hier. Und Deutz. Und das hier, was ist das? Ein Junkers? Okay, das ist wahrscheinlich ein Eigenbau. Lass uns mal gucken. Marke Junkers. Typ 2HK. Na gut, das ist der Motor. Ich denke, der Traktor ist ein Eigenbau mit Junkers Motor. Aber ist gut geworden. Schöner Eigenbau. Ach, guck mal, der ist auch zu verkaufen. 3000 Euro, naja, stolzer Preis für so einen, naja, Eigenbau. Ist es ja trotzdem. Der Motor, ich weiß, der ist auch schon einiges wert. Und hier steckt viel Arbeit drin, aber wahrscheinlich irgend so eine Rohbohrachse, die er hinten verbaut hat. Aber zugelassen, oh, okay. Zugelassen als Eigenbau, nicht schlecht. Ja, hier haben wir noch ein paar Lanz. Das Schöne ist, überall wo man hier lang geht, hämmert es. Überall laufen die Motoren. Überall. Bum, bum, bum. Schönes kleines Gerät hier. So, also wie gesagt, bleibt mein Motto erstmal treu. Wir gehen linksseitig alles ab. Wie wenn man im Labyrinth ist. Ne? Hier kann man auch mal kurz erahnen, wie groß das Treffen ist. Ne? Das geht dort noch bis ganz hinter. Und dann rechtsseitig auch nochmal. Und wir laufen jetzt aber erstmal links weiter. Genau, wir gucken nämlich jetzt erstmal hier, was hier so steht. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar Nutzfahrzeuge, Traktoren, ja, alles mögliche, ne? Es ist 325. ZT 325, okay. Ganz schön groß. S 4000, Barkas B 1000, Büssing Allrad. Okay. Alte Stehameise. Fendt. Okay. Ich glaube, wir müssen mal hier übers. Hier drüber gehen. Das Gelände und hier mal gucken. Haben wir einen alten RS09 Geräteträger, neben einem Fan-Favorit. Das hier ist auch cool. Ganz altes Fahrrad mit Hilfsmotor. Ne?
Das war damals noch mit Rolle. Und das ist aber wirklich VEB, ne? Hier haben wir es, VEB. Problem war nur, wenn es nass wird, dann fängt an die Rolle zu rutschen. Dann klappt es nicht. Aber das waren so die allerersten Fahrräder mit Hilfsmotor damals. Es ist primitiv gelöst, aber es ist wirklich, das Ding fährt, ne? Cool. So, hier haben wir Fendt-Anhänger. Schön. So, quetschen wir uns mal hier durch. Schöner Survivor hier. Motor Lizenz Deutz. IFA, Vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke. Okay, aber die Einspritzpumpe ist schon IFA Barkaswerke. Nee, VEB Barkaswerke, Karl-Marx-Stadt. Das könnte ein RS02 sein. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, was das ist hier. Auf jeden Fall ist es quasi ein Deutz-Motor, der in Lizenz nachgebaut wurde. Typenschild scheint es hier gar nicht so zu geben. Wer es weiß, was das ist, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und hier ist mal das komplette Gegenteil. Komplett durchrestauriert hier. Mit Güldner. Das ist auch schön hier. Ne? Mit Anleitung. Einiges zu verkaufen dieses Jahr hier. Famulus, luftgekühlt. Oh, der sieht aber auch top aus. Fast wie aus dem Laden. Wenn es das damals gegeben hätte. So, schwenken wir mal hier rüber. W50 als Kipper. Mit Ballonreifen. Mit der kurzen Kippmulde. Das war schon die spätere Ausführung. Genau, der hat nämlich hier das Ersatzrad und hier einen Auspuff so nach oben verlegt. Ja, da vorne haben wir noch einen schönen Hanemann stehen. W50 Feuerwehr. Normalen W50. Hier ist auch noch ein W50. Mit langen Rampen. S4000. Ja, und jetzt sind wir hier vorne angekommen. Komme ich leider nicht raus, warum auch immer. Gehen wir jetzt quasi auf der linken Seite wieder vor, weil dort vorne ist auch noch was. Auf der Seite, da müssen wir auch noch hingucken, logischerweise. Weil, wie gesagt, heute ziehe ich es durch. Heute laufen wir wirklich alles ab. Alles komplett. Dass nicht wieder später Beschwerden kommen. Dass ich das eine oder andere nicht gefilmt habe. Das, was man übrigens tuten hört, ist eine Dampflok. Kommen wir dann auch noch hin. Müssen wir uns dann auch noch angucken.
Die haben extra Gleise verlegt hier, damit sie mit der Dampflok fahren können. Natürlich, oder? Macht man ja mal eben auf dem Treppen. Das ist dann da vorne. Aber da kommen wir noch hin. Vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Wir müssen noch ein bisschen was ablaufen. Genau, wir laufen nämlich erstmal noch hier kurz hin. Also wie man sieht, hier wären noch Reserven. Muss ich jetzt mal gucken, ob sich das lohnt? Wahrscheinlich nicht. Da steht noch ein TZ4K und ein Wartburg. Okay, können wir quasi aussparen. Also da ist nichts weiter. Also wie man sieht, hier wären noch Reserven gewesen. Wir hätten noch mehr zum Treffen kommen können. Das Gelände ist eh riesig. Hier ist nicht alles ausgenutzt. Das Treffen ist zwar riesig, aber das Gelände toppt das nochmal. Um Vielfaches, was hier am Platz ist. Also können wir jetzt hier weiter gucken. Hier haben wir zwei sehr seltene Stallarbeitsmaschinen. Vierzylindermotor, Allradantrieb, HT140. Da steht es auch. HT140 Weimar. Und so wie die aussehen, sind die auch wirklich noch in Benutzung. Ich glaube, das haben sie mal nachlackiert hier. Aber wie gesagt, die Teile waren richtig cool. Hinterradantrieb. Du konntest alle möglichen Arbeitsgeräte dran bauen. Frontlader. Du konntest das Ding als Zugmaschine nutzen. Hier sieht man es ja auch. Verschiedene Zugmäuler dran. Ja, Hitchhaken. Hier eine Kupplung, da eine Kupplung, dort nochmal eins. Der hat Allrad. Ich glaube, Untersetzung. Der hat einfach mal alles, was geht. Der hat sogar eine Luftdruckbremse. Man kann also quasi auch noch Anhänger anschließen. Hier haben wir es. Mit Luft. Luftgebremste Anhänger. Das Ding ist einfach mal alles, was geht, damals reingepackt. Wirklich. Ich glaube, der hat sogar ein Wendegetriebe. Da geht es weiter, ne? Einfach mal vorwärts, rückwärts genauso schnell fahren. Bin so ein Ding leider noch nie gefahren. Das wäre schon cool, wenn ich sowas mal vorstellen könnte. Also wer sowas hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Würde ich gerne mal fahren und vorstellen. Weil das ist einfach mal mit das Beste, was der DDR damals so zu bieten hatte. Auf dem Markt. Richtig schön. Ja, hier haben wir noch. Ja, guck mal, ne? Das war damals ein RS09 mit Frontlader. So. Und dann guckt mal das Teil dagegen an, was das alles kann. Da ist sogar eine Kehrmaschine dran. Wie gesagt, Allrad, Untersetzung, ich glaube sogar eine Diff-Sperre, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es könnten, das Ding ist krass. Wenn man dagegen sieht, naja, das ist klar, das war halt noch Nachkriegstechnikproduktion. Da sitzt man noch auf dem Motor drauf und kann halt vorne alle möglichen Geräte so dran bauen. Ging auch. Aber war ein bisschen limitiert, würde ich sagen. In Möglichkeiten. So, da drüben müssen wir mal kurz gucken. Da wird gerade ein K700 gezündet. Das ist natürlich ein schönes Monster. Kommen nachher noch mehr. Können wir uns nachher noch ein bisschen detaillierter angucken, weil da stehen, habe ich schon gesehen, mehrere nebeneinander, da können wir mal so ein bisschen vergleichen.
Unterschiede von denen. Von den monströsen Knicklenker hier. Wir haben einfach mal in W50, der irgendwas extravagantes geladen hat. Okay. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was das ist. Könnte auch ein gekürzter R09 sein. Sowas gab es ja auch als Gabelstapler. Habe ich aber leider auf dem Treffen noch nie gesehen. So, wir gucken mal hier weiter. Wir haben einfach mal einen riesen Motor. Den der S4000 hier mal geladen hat, ne? Mal eben, klar. Okay. Das Ding ist natürlich auch cool hier, was hier steht. Das müsste ein G5 sein. G5 Allrad. Drei Achsen. Ne? Das war damals auch noch eine richtig gute Entwicklung. Wurde dann auch später eingestellt. Ne? Gab es ja dann hier Beschlüsse. Schwere Dreiachser baut, was weiß ich denn, Russland. Deutschland sollte dann lieber W50 und sowas bauen. Zwei Achser. LKW. Mal alleine der Lufttank hier. Okay, gucken wir mal weiter. Das grüne Auto steht auf der linken Seite. Das grüne Auto da auf der linken Seite. Da hältst du Feuerwehr W50. Hier haben wir den G5 quasi in der Armeeausführung. Genau. Und das ist hier ein krass. Sieht man mal ganz gut den Vergleich. Ich meine, die Reifen machen aber auch viel aus, ne? Hier haben wir eine Dreikantpfeile Dumper. Und da vorne wird gerade gesägt, das müssen wir uns mal angucken. Da wird gerade, ich nehme an, mit einer alten DDR-Kreissäge, aber Kettensäge eher, genau, eine Kettensäge, keine Kreissäge. Ja, da sieht man mal, wie beschwerlich das damals war. Heutzutage schmeißt du deine Kettensäge an und kannst es alleine durchsägen. Übrigens haben wir noch einen Krass. Das sind schon ganz schöne Monster. Auf jeden Fall brauchst du ja keine Hebebühne. Ich will mal gucken. Der hat den Anhänger hier gezogen. Cool. Ganz alter DDR-Anhänger. Ja, also hier brauchst du wirklich keine Hebebühne. Hier kannst du einfach mal so rangehen. Wenn was ist, kommst du überall gut ran. Der ist echt hoch. Die haben eine gute alte Dreikantpfeile, Dumper. Obwohl das nicht der Originalmotor ist. Das ist ein bisschen umgebaut. Der Originalmotor hat
Luftkühlung. Der hat Wasserkühlung. Sieht man auch hier, guck mal, hier ist alles ein bisschen geändert. Hier sitzt normalerweise Anlasser. Aber kann man auch machen. Das war halt so zu DDR-Zeit, ne? Es wurde halt verbaut, was da war. Das sieht aus wie ein Junkers Gegenkolbenmotor. Auch nicht schlecht. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Kann man machen. Originalmotor war nicht da. Nehmen wir einfach mal einen Junkers. Schöne Spalte stehen. Ja, schön restauriert. Sieht gut aus. Und hier sieht man mal die alten Kettensägen. Mit Bedienungsvorschrift. So, ich bin gerade mir noch im Unklaren, wo wir jetzt lang gehen. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder hier lang. Genau, wir gehen erstmal hier weiter lang. Das, was man im Hintergrund hört, ist übrigens der K700. Oder? Moment mal, nee, das ist, glaube ich, der Motor, der dort auf dem S4000 steht. Stationärmotor. Ja, wir gucken mal. Genau, das ist das Aggregat hier. VEB Elbewerk Roßlau. Ja, ist ein V12. Ja, schön. Ja, wir gehen mal weiter für unseren Rundgang. Weil, wenn ich jetzt noch länger stehen bleibe, wären wir nie fertig. Wir wollen ja dann auch mal noch zur Dampflok kommen.
So, aber jetzt gehen wir erstmal wieder hier vor und gucken mal auf der linken Seite lang, was wir hier so stehen haben. Steht nämlich auch noch das eine oder andere Interessante. Ich weiß, den haben wir vorhin schon mal gesehen hier. Aber den Belarus hier zum Beispiel noch nicht. 82er. Schöner Allrad. Okay. Java. Ja, und jetzt sind wir wieder vorne an der Hauptstraße und da werden wir jetzt wieder links abbiegen, um wirklich alles linksseitig abzugehen. Vorher müssen wir natürlich noch ganz kurz da drüben gucken, ich sehe es gerade. Der Deutz sieht einfach cool aus mit den Zwillingsreifen. Das ist kein Deutz, Entschuldigung, das ist Lanz. Lanz Bulldog mit Zwillingsreifen. Sieht irgendwie cool aus. Alleine der Auspuff. So ein Monster. Und dann die Walzen. Herrlich. Da steht ja einfach mal sowas daneben. Auch cool. Ja, so, aber wir gehen mal hier der linken Seite weiter. Mal schön einen Kumper mit Zwillingsreifen. Hat er gut gemacht. Sieht sehr schön aus. Hier, wie man sieht, Rundfahrten gibt es auch. Mit Doppellenker, also vorne lenkt einer und hinten muss einer lenken. Hier haben wir jetzt den schönen IFA E60, der hinten einfach mal drauf eine Raupe geladen hat. Okay. Nicht schlecht. Hat was. Hier haben wir noch so eine Raupe mal draußen stehen. Habe ich schon auch in ein, zwei anderen Videos gefilmt, wie die fährt. Ne? Wohl bei der scheint interessant zu sein. Hier steht irgendwas mit Diesel-Benzin. Müssen wir dann nachher gleich nochmal gucken. Ein paar weniger Leute da stehen. Gucken erstmal hier. Hier haben wir einen Famodus. Genau, er ist 14-30. Hier haben wir einen Zetor 50 Super. Also noch ein Zetor. So, wir gucken jetzt mal, was denn dort an der Raupe dran stand. Dran steht. Ah,
als IFA KS07 Zugraupe mit Benzin. Anlassvorrichtung, die Anlassvorrichtung ist mit Benzin. Ja, okay. Wie auch immer das funktioniert. Aber hier steht Diesel, Benzin. Da musst du ja auch zwei unterschiedliche Tanks haben. Das könnte ja fast der Verderber sein. Hier sind auf jeden Fall Zündkerzen. Seht ihr das? Okay, wahrscheinlich kann man den ja entweder mit Benzin oder mit Diesel laufen lassen, Vierstoffmotor. Und zum Starten hat man anscheinend Benzin genommen. Hier ist die Zündspule und hat dann umgestellt. Wenn er dann lief auf Benzin, hat man dann auf Diesel umgestellt. Krasse Konstruktion, ne? Ja, nicht schlecht. Ja, gucken wir weiter. Lanz Bulldog. Das ist Ursus, das ist ja der Nachbau vom Lanz. Multicar, aber normaler. Gab es ja auch als Allrad. Porsche Diesel haben wir auch vertreten. Aber das ist halt wirklich, die Westschlepper waren alle relativ klein, ne? Hier Hanomag, Deutz, damals. Die Westbauern hatten halt alle relativ kleine Höfe und Grundstücke zu bewirtschaften. Im Osten der DDR wurden die Bauern alle zur LPG zusammengeschlossen. Da hatte man große Flächen zu bewirtschaften, deswegen sind die Ostschlepper auch alle größer. Das ist auch schön hier. Agirus Deutz. Als Bus. So, wir nähern uns übrigens der Dampflok, die ist dann dort drüben. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Ja, immer an der linken Seite lang. Um zu gucken, was hier noch so steht. Die 50 in der Langlastuhr? Ein MB-Track? Das sieht man auch mittlerweile selten. Zumindest auch hier bei uns. Auch schon noch Knicklenker. Unimog? Sieht man mal, wie klein der Unimog ist, ne? Gleich hier dazu. Auch hier zum Hanomag. Ja, beim Unimog hat es halt auch noch eine Ladefläche dabei, ne? Burgwart. Burgwart Diesel. Na klar. Kommen wir erstmal noch einen Lanz Bulldog. Hanomag, Famulus. International und Schlüter. Die waren natürlich auch krass, ne? Das waren so dann die westdeutschen größeren Schlepper.
Kramer. Und Dumper. Wir können mal gucken, ob der. Genau, der hat den Originalmotor. Sieht man zwar jetzt schlecht. Ja. Wen es interessiert, da muss mal gucken. Ich habe auch ein Vorstellungsvideo zu so einem Dumper schon gemacht. Der hier natürlich hier in super Zustand ist. Ja. Da drüben steht ein Deutz von der Wehrmacht. Gucken wir uns aber noch genauer an. Wir müssen erstmal weiter links rumgehen. Ich muss mal gucken, was hier jetzt kommt. Was ist denn das? Der Holzvergaser. Sieht fast so aus, oder? Ja. Dahinter auch. Okay, das ist krass. Sieht man selten, oder? Bei dem scheint der Holzvergaser aus zu sein. Der scheint normal zu fahren. Und der davor hat einen Holzvergaser an. Wir haben auch wieder was sehr ausgefallenes, Primus Diesel. Das waren somit die ersten Zugmaschinen. Noch mit Kettenantrieb. Auch noch mit Wehrmachtskennzeichen. Interessant ist auch, guck mal, die Anhängerkupplung, die ist quasi so gefedert wie mit einer Blattfeder gedämpft. Und was krass ist bei dem hier, der hat sogar eine Zapfwelle. Ja, und hier sitzt man noch in der Mitte. Und das meiste hier ist aus Holz gebaut. Ja, wenn man das mal anguckt hier, ist alles Holz. War halt damals einfacher zu verarbeiten, ne? Na, früher gab es ja viele Kutschen, die waren auch viel aus Holz. Da hat man da einfach erstmal so weitergemacht. Aber das Teil sieht schon ganz gut wie nach einem Auto aus. Wäre mal interessant, was hier vorne drunter ist. Da ist wahrscheinlich gar nichts drunter, unter der Motorhaube. Weil der Motor und so ist alles hinten auch. Ist ja klar wegen Gewicht, damit viel Gewicht auf der Hinterachse ist. Für die Zugmaschine. Ja, wir gucken mal weiter. Immer links rum. Das ist Hanomag 1,3 Liter Autobahn. Da müssen wir uns dann gleich mal noch näher angucken, wenn ich wieder vorlaufe. Wir gucken aber, wie gesagt, jetzt erstmal wieder auf der linken Seite. Hempe Track Turbo. Hier ist auch ein großer Lanz. Deutz. Famulus. Schlüter. Und hier kommen jetzt schon die Gleise. Ja, hier ist irgendwie so ein Feldbahnbetrieb nachgestellt. Und
Sieht zwar noch nicht so aus, doch, hier ist schon mal was lang gefahren. Müssen wir dann mal gucken, ob wir das mal sehen, wie die Bahn hier fährt. Wenn wir es nicht auf dem Rundgang jetzt hier sehen, auf dem Video, gibt es ein extra Video dazu. Oh, obwohl, ich glaube, die Gleise hier, also, das so passt hier, ich glaube nicht. Naja. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine schöne ETZ 125. Sehr gut gesichert. Ja, und hier ist dann Stationärmotoren. Gucken wir uns gleich an. Ich gehe aber noch mal hier erstmal auf der linken Seite nach vorne und dann gehen wir noch mal die nächste Bahn hinter hier, die nächste Straße. Und dann gucken wir uns die Stationärmotoren an. Weil hier haben wir dann auch ein bisschen was zu gucken. Da steigen wir dann gleich mal in das Themengebiet hier ein. Gucken wir bloß erstmal noch mal wieder hier vor, was hier so steht. Und dann gucken wir gleich mal hier rüber, was dort so gemacht wird. Da ist ja gerade irgendwie, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, was sie da machen. Ja, ein Kübeltrabant, Deutz, Zastava. Zastava, genau. 140, so schnell. Okay. 55 PS, naja. Eigentlich kein schlechtes Auto für damalige Verhältnisse, oder? Also anguckt hier. Schönes Auto. Hier müssen wir auch mal gucken. Hier steht noch ein Pitti. Schön. Heute haben wir noch eine MZ. Noch eine MZ und eine Simson. Hier ist eine Beiwagen. Oh. Der Vorgänger vom Krause-Duo. Herrlich. Steht denn hier irgendwas? Luis Krause, Leipzig N22. Ja, übrigens, ne? Rücklicht vom SR2 ist ja dran. Ich würde jetzt mal vermuten, wir gucken es uns mal genauer an, dass jetzt ganz viele Teile vom SR2 hier verbaut sind. Ja, ist auch so. Motor sieht aus wie SR2. Das Einzige, was hier umgebaut wurde, ist Anreißhebel statt Pedale. Auspuff ist auch SR2. Die Felgen, weiß ich jetzt nicht. Könnte auch SR2 sein. Tank auf jeden Fall nicht. Tank ist irgendwas anderes. Das ist hier vorne die Konstruktion auch. Das könnte Eigenbau sein. Die Lampe und die Hupe, das ist wieder SR2. Aber ja. Krass, ne? Schönes Teil. Da war wirklich noch, stand teilweise auch noch das Design im Vordergrund, ne? Das ist auch was designtechnisch ansprechend ist. Ist vorne gelungen, hinten finde ich nicht ganz so. Hinten sieht es aus wie ein Rollstuhl. Aber was halt damals schon besser war, beim Duo hat das dann gefehlt. Hier gab es schon mal einen schönen Kofferraum. Beim Duo Standard, nee, gab es ja erstmal keinen Kofferraum. Muss man ja selber gucken, wie man da zurechtkommt.
noch ein Lanz stehen hier. Genau, da vorne, den müssen wir uns mal angucken. Den PKW hier. Den habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich guck erst mal, was hier drin drauf steht. Aha, ein Hanomag. Hier steht, aufgrund der Sicke im Wagendach nannte der Volksmund dieses Modell Stahlhelm. Also ein Hanomag Stahlhelm. Wow. Ja. Ja, okay. Aber hat was vom IFA F9 irgendwie ein bisschen. Was schön ist, hier sehen wir noch ein Landsbulldog. Wie man sieht, die gab es in Millionen, gefühlt aber Millionen verschiedenen Ausführungen. Das ist schon wieder hier eine ganz andere Ausführung. Irgendwie ist hier total schmal. Alles hintereinander gebaut. Wahrscheinlich die, weiß ich nicht, Weinberg-Version. Die Schmalversion. Es ist. Im alten Mercedes, wenn das einer ist, ja. Aber was ist das denn? Zugmaschine, Ackerschlepper. Okay. Also Mercedes als normales Fahrzeug irgendwie, aber zusätzlich Zugmaschine, Ackerschlepper. Okay. Verrückt, was es alles gab. Auch das hier. Mit den ganzen Stehameisen. In allen verschiedenen Ausführungen. Gucken wir aber dann gleich mal noch, weil wir müssen auf der linken Seite weitergehen. Gucken nämlich erstmal hier, weil hier stehen alle Pomsenschlepper in verschiedenen Ausführungen. Hier, das sind die späteren Modelle. Das letzte Modell steht leider noch nicht hier, das wäre dann dieses hier. Das wäre letzte Ausführung. Das ist der Vorgänger. Und das ist nochmal der Vorgänger. Aber ich muss sagen, ganz ohne Motorhaube sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Also hier so mit der Motorhaube, das gefällt mir. Weil es einfach so schöne Kasten ist hier irgendwas. Aber nur so hier, wie es hier drüben ist. Das hier gefällt mir schon wieder, das ist okay. Schön mit dem großen IFA-Symbol. Wahnsinn. PGH Metallpomsen. 1963 Typ S1. Zulässige Anhängelast 22 Tonnen. Na klar, na klar. 22 Tonnen. So, jetzt gucken wir uns das Ding nochmal an. Und jetzt gucken wir nochmal. Aha, okay, 22 Tonnen, natürlich. Alles klar. Die Frage ist eher, wie kriege ich denn die 22 Tonnen zum Stehen? Dass das Ding vielleicht anzieht, von mir aus, ja. Aber man muss ja auch die 22 Tonnen auch wieder bremsen. Wer weiß, irgendwie wird es schon gegangen sein. Ich kenne die dann mit den 22 Tonnen, die hatten halt eine Druckluftanlage mit dran. Weil es ist ja bloß ein Einzylinder hier, ne? Hier ist nichts weiter dran, keine Druckluftanlage, nichts, ne? Einzylinder luftgekühlt. So, aber jetzt gucken wir mal hier.
was hier so abgeht. Schon mal keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber wir gucken erstmal hier. Also hier scheinen sie Stroh zu pressen. Achso, ja, das ist so eine Press- und Wickelmaschine, ne? Aber wahrscheinlich gibt es gerade Probleme mit dem Faden. Und was das hier ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer das weiß. Ich weiß es nicht. Was macht dieses Teil hier? Ah, hier steht's. Rührgerät Bäckerei. Okay, gut. Jetzt stellt euch mal vor, ihr arbeitet in der Bäckerei, macht den Teig fertig hier rein und müsst dann erstmal den Motor ankurbeln, der mal eben euer Rührgerät betreibt. Da habt ihr mehr mit dem Motor hier zu tun, da bist ihr eigentlich mehr Maschinist in der Bäckerei als, ja, als Bäcker. Herrlich. Gucken wir mal, da vorne wird gerade wahrscheinlich ein bisschen gemahlen. Gucken wir gleich noch hin. Gucken uns mal alle Gerätschaften hier so stehen an. Hier haben wir Anhänger mit Getreide. Hier läuft der Stationärmotor, der das Ding eigentlich antreiben soll. Wo es aber gerade Probleme gibt. Das könnte eine Dreschmaschine sein. Okay. Nicht schlecht. Ja, und hier sieht man auch die Zinkbadewand von früher und die Gießkanne. Hat man auch auf dem Feld benutzt. Okay, eine alte DDR-Zweihand-Bohrmaschine. Wahrscheinlich wird die benutzt, um den Motor hier anzuschmeißen. Yep. Alter 1H65. Scheint nicht mehr so gut anzuspringen, weil eigentlich kriegt man den, wenn er gut gewartet ist, auch gut mit der Hand angekurbelt. Das ist übrigens auch typisch hier auf dem Treffen, dass irgendwo Traktoren rumstehen mit laufendem Motor. Ja. Wir haben ein ADK 63. Habe ich ja auch auf meinem Kanal.
wurden gelb. Also wen das interessiert, wie so ein Teil funktioniert. Guckt mal einfach mal. Bei mir auf dem Kanal. Jetzt ein paar Videos. Auch das ein oder andere Erklärvideo. Ja, schöner Zustand. Schönes Teil. Ist halt noch komplett auf der Basis vom S4000. Ne? Die späteren waren ja dann auf Basis vom B50. Komplette Neuentwicklung dann. So, und jetzt gucken wir mal hier drüben. Willkommen zur Stationärmotorausstellung. Aber nicht nur Stationärmotoren. Hier steht auch noch das ein oder andere interessante andere Gefährt. Ja, wir gucken uns einfach mal alles ab hier, ne? Zum Beispiel hier haben wir auch einen schönen Hanomag. Ganz alten als Zugmaschinenausführung. Das ist. Sieht aus wie ein höher gelegter Hotrod. Aber hier, wie ihr seht, mit Druckluftanlage. Das war damals so die Schwerlasttransporter. Wurde von sowas hier realisiert. Und hier sehen wir mal kurz den kleinen Überblick. Hier haben die Stationärmotoren. Die müssen wir uns jetzt nacheinander mal angucken. Von ganz klein hier. Immerhin ist trotzdem ein Diesel anscheinend. Steht zumindest hier drauf. Von ganz klein zu ganz groß. Da kommen wir dann gleich noch hin. Aber ist schon interessant, was es so alles für Stationärmotoren gab. In der DDR gab es ja bloß, so sagen wir mal, 3-4 verschiedene Typen. Aber hier steht da einfach mal alles Mögliche. Was natürlich auch besonders schön ist, guck mal. Also das, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden Arbeit hier drin stecken. Wow. Ja, hier sind dann die größeren Stationärmotoren. Das ist dann ein Generator. Das sieht man hier oben. Volt und Ampere. Das, was heutzutage alles in den Motoren verborgen ist, sieht man halt hier alles, ne? Die ganzen Regelstangen, Ventile, das ist quasi eine Nockenwelle. Hier sieht man mal, wie das funktioniert mit einer Nockenwelle. Schön. Krass. Und hier drüben ist halt sowas einfach mal ja, als kleine Lok.
Ja, wenn da früher 8 Stunden drauf gefahren bist, da wusstest du, was du gemacht hast den Tag über. Drüber Schienenkuli. Wahnsinn. Was es da alles gab. Hier haben wir einen Junkers Motor. Ja, hier sieht man sogar mal kurz die Bahn losfahren. Natürlich was Einmaliges. Eine Feldbahn als Dampfmaschine, ne? Die meisten Feldbahnen waren ja dann umgerüstet auf Dieselmotor. Wenn das interessiert, auf meinem Kanal, ich war auch schon in Glossen auf der Feldbahn, müsst ihr mal eingeben. Da habe ich auch so eine Feldbahn-Lok mal vorgestellt mit Dieselmotor. Also nicht hier die Dampflok. Ja, ist aber relativ schnell und hat bestimmt ganz, ganz gut Kraft, ne? Übrigens, wenn man da mitfährt, denkt man immer sekündlich, das Ding entgleist, weil es so hoch ist und so schmal, ne? Also der Schienenradius hier ist der Hammer, dass sie das schafft. Respekt. Hier haben wir übrigens einen ganz alten Lanz mit, noch mit Kettenantrieb. Kettenantrieb und Gummirädern. So, aber wir wollten ja eigentlich weiter die Stationärmotoren angucken. Da waren wir ja hier stehen geblieben. Energiezentrale 1920. Jo. Beeindruckend, mal so zu sehen. Ach schön, 660 Kilo. Okay. Ja, hier haben wir jetzt alle möglichen Standmotoren, was es so gab, ne? Alle in der Wasserdampfer-Ausführung. Ja, wer das nicht kennt, hier wird einfach Wasser reingefüllt. Und das verdampft dann. Und dadurch wird er gekühlt.
halt eine primitive, aber einfache und wirkungsvolle Art der Motorkühlung. Problem ist halt, man braucht halt immer Wasser. Ne? Man muss immer wieder Wasser nachkippen. Heutzutage haben wir ja geschlossenen Kühlkreis. Damals musste man halt immer Wasser und Benzin mitführen und Öl. Hier sieht man es ganz gut, wie es dampft, weil das Wasser kocht. Und das Teil scheint wirklich hier einen Kühlschrank anzutreiben. Okay, schön. Ja, mal eine interessante Lösung. Das ist ja auch cool hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Top. Coole Erfindung. Muss man nicht das Teil hier benutzen. Der scheint auch mit Riemen angeworfen zu werden. Ja, der ist durch.
Ja, wir gucken mal noch weiter. Die restlichen Stationärmotoren an. Also wie man sieht, es ist wirklich, gibt alles, alles Mögliche. Man hat einfach damals auch alles Mögliche mit den Motoren angetrieben. Gab noch nicht überall Strom, da hat man sich halt so zu helfen gewusst. Später ist ja dann einfach, guck mal hier, so eine Bandsäge, einfach auf Strom umgestellt. Damals hier, wie man sieht, lief mal da eben der Motor daneben. Schleifstein für das Messer. Okay. Der dazugehörige Motor. Ein Steinschleifen. Okay, da müssen wir auch gleich mal noch gucken. Noch nie gesehen. Also das ist echt irgendwas. Mega ausgefallenes Motorrad. So, wir gucken ja weiter Stationärmotoren. Hier ist witzig, das Ding pustet immer schön ab. Dann bewegt es sich immer 2-3 Mal und dann steht es wieder. Und hier, das ist mal eher Format Kolben vom Lanz Bulldog. Das Schöne ist, hier kann man wirklich mal quasi in den Motor reingucken. Hier ist quasi die Kurbelwelle. Und das ist der Zylinder. So arbeitet auch eine Kurbelwelle im modernen Motor. Nur, dass die halt unten in der Ölwanne sitzt. Der läuft halt mit Gas, ne? Aber das ist schon krass hier, ne? Wenn man hier also anguckt. Das ist alles so hier. Sich dreht. Wahnsinn. Ja, ist am Kochen. Ja, der sieht auch schön aus, der Motor hier. Und auch eine interessante Kühlung, guckt mal. Indem das Wasser hier so runterläuft. Dadurch eine höhere Oberfläche erzeugt wird, dadurch eine bessere Kühlleistung. Ja, da brauchen wir eine kleine Wasserpumpe, die das Wasser dort hochpumpt.
schönes Teil. Hier ist wieder ein Kühlschrank. Ich glaube, es ist wirklich kalt, hier sieht man es. So, okay. Ich denke, damit haben wir jetzt ganz gut alles gesehen hier. Sehr filigran. Genau, ich denke, damit haben wir jetzt ganz gut hier die ganzen Stationärmotoren gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich nicht gedacht, was es alles gibt. Und was hier auch alles so vorgeführt wird. Super. Ach, ein Stationärmotor haben wir noch gar nicht uns angeguckt. Beziehungsweise, nee, das ist gar keiner, oder? Müssen wir mal schauen. Doch, das ist ein Steinknacker. Das ist ein Steinknacker. Mit Motor. Ja, so. Und damit würde ich jetzt sagen, das Kapitel können wir abschließen hier. Steinknacker, Stationärmotoren haben wir alles gesehen. Der ist sogar selbstfahrend mit Lenkrad, allen drum und dran. Ja. Ach, seht ihr, einen Holzspalter gibt es ja auch noch. Und eine Kreissäge sehe ich dort. Auch noch da. Die Leute waren damals auch schon sehr erfinderisch. So, gut. Das soll es aber jetzt hiermit gewesen sein. Ich gehe weiter, denn wir haben noch viel vor. Wir haben, würde ich sagen, na, die Hälfte haben wir schon geschafft, denke ich. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Also es ist wirklich, es ist extrem groß, das Treppen hier. Aber bleibt dran, es kommen noch ein paar Highlights. Nachher kommt noch irgendeine Sonderausstellung im anderen Platz und dann kommen noch ein paar LKWs. So, aber jetzt machen wir erstmal hier die Reihen weiter. So, genau. Gucken wir uns mal an, was hier so steht. Hier zum Beispiel schöner Kipper. Das Einzige, was an denen halt schade ist, ist kein Allrad hat. Gab's aber leider nicht mit Allrad. Das war dann quasi das Nachfolgemodell von dem Dumper hier. Ja, das war die ersten so. Danach gab es noch den einen, wo man den Varan und dann gab es quasi den hier. Müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Varan hier sehen. Ist ja noch nicht entdeckt. Ah, jetzt steht übrigens auch mal ein noch der letzte Pumsen da von der Produktionsreihe her, der rote.
Also hier drüben ist ja, ein bisschen umgebaut. Der Auspuff dort war nicht original. Und die Verglasung auch nicht, da gab es nur Matten. So, also wir gehen jetzt wieder vor zur Hauptstraße und gucken dort wieder weiter linksseitig. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich überhaupt die Hauptstraße drauf komme hier. Hier ist ordentlich Verkehr. Hier fährt ein Traktor nach dem anderen lang. Hier. Wir haben auch mal ein Robo. Der Robo bewässert übrigens gerade. Sehr schön. Okay. Aber wir bleiben erstmal unserem Motto treu. Immer links abbiegen. Weil, wie ihr seht, hier vorne geht es rechtzeitig dann auch noch weiter. Ich habe ja schon gesagt, das wird der längste Rundgang ever. Weil das Gelände einfach so mega groß ist. Und überall gibt es was zu gucken. Ne? Mini-Lanz. Ja, dort vorne ist nämlich auch noch eine Riesenwiese. Und dort ganz am Ende von der Straße hier ist dann Ende. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Wer dran bleibt, hat noch ca. eine Stunde Vergnügen hier. Mit dem herrlichen Sound. Hat. Okay. Laut Kennzeichen extra aus Brandenburg hergekommen. Wahrscheinlich sogar auf eigener Achse. Wir haben auch noch einiges stehen, das gucken wir uns aber dann gleich an, weil wir, wie gesagt, erstmal die linke Seite betrachten, was hier so steht, damit uns wirklich nichts entgeht. Zum Beispiel der schöne IFA hier. Müsste ein Pionier sein. Mit Luftpresser. Genau. Vierzylindermotor. Hier daneben ein Hanomag, der sieht fast genauso aus, ne? Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Schöne alte Motorräder. Traumzustand. Wahnsinn. Das wird irgendeine alte Wäschetrommel sein hier. Angetrieben mit Stationärmotor. Ja. Genau, so hat man halt früher Wäsche gewaschen. Und hier ist ein Barkas mit Drehleiter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Barkas B1000 mit Drehleiteraufbau. Ob es das so original gab,
wo er nachgebaut ist. Sieht aber echt original aus. Aber wie gesagt, habe ich so noch nie gesehen. Wüsste ich gar nicht, dass es das so damals gegeben hat, aber scheint so ja gewesen zu sein. Steht da. Barkas B1000 mit 10 Meter Drehleiteraufbau. Übrigens hier drüben gehen wir danach auch noch gucken. Also hier ist einiges. Es ist wirklich spektakulär. Schöner MAN, steht sogar drauf, Ackerdiesel. So, und hier sind wir jetzt hinten wieder bei den Stationärmotoren. Aber hier geht es natürlich noch weiter. Vorbei an dem schönen Lanz hier mit Seilwinde und Doppelbereifung in dem Eigenbau. Hier hinten ist auch noch was. Na, ich bin hier vorne am Einlass immer noch. Und da wir ja wirklich alles abgucken, gucken wir auch kurz mal hier hinten lang. Ich glaube, hier ist. Da müssen wir mal gucken, was hier so steht. Hier so ein bisschen das Campingareal. Aber es stehen auch ein, zwei Fahrzeuge noch. Warum auch immer. Und hier hinten ist dann quasi so ein Hintereingang auf der Accra. Das Accra-Gelände geht hier noch weiter. Wen es interessiert, dazu gibt es dann noch ein gesondertes Video. Da gucken wir uns mal das ganze Accra-Gelände an. Aber das würde heute den Rahmen sprengen hier. Hier ist ein Klappfix. Ach schön. Na, schöner Traktor. Schöner Güldner, Kramer. Hier haben wir noch einen schönen großen Stationärmotor. Allein was das für eine Arbeit macht, den hier zu verladen, ne? Finde ich, mein größten Respekt, dass die Leute das extra machen, um das Zeug hierher zu bringen und das anderen zu zeigen. Verdient meinen größten Respekt. Weil ich weiß, was das für eine Arbeit macht, für einen Aufwand. Moment, hier müssen wir noch gucken. Wollen wir mal eben mal schnell aufladen, sowas, das ist nicht, ne? Da gehört schon ein bisschen Vorbereitung dazu. So, hier habe ich nämlich gesehen, steht noch ein schöner Trabi, aus Chemnitz extra. Aber hier steht ein schöner Lada Kombi. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Und als Kombi auch relativ selten. Ich weiß gar nicht, was der hier für ein Kennzeichen drunter hat, wahrscheinlich Ukraine. Ich will jetzt aber hier nichts mutmaßen. Aber da sind ja gerade relativ viele hier zum Verkauf. Dadurch sind die Lada-Preise und Moskvich und so im Moment ein bisschen gesunken. Und hier haben wir ein Projekt ZT300 Bautraktor. Aha, okay. Das ist quasi so ein Backerlader. Vorne Planierschild, hinten Backer dran. Problem ist halt, das Ding ist groß und schwer und nicht gerade wendig. Ne?
Ich habe ja das Ding, ich habe ja also so ein, auch bei mir auf dem Kanal. Als Belarus, ne? Da muss ich sagen, also da bist du schon ganz schön am rumzirkeln. Aber so für Gräben ausheben ist das Ding natürlich perfekt. Du fährst immer nur geradeaus und hebst den Graben aus. Dafür ist es gut. Aber so für kleinere Baggerarbeiten nicht gut. Deswegen ist ja auch bloß ein Prototyp, deswegen hat es sich nicht durchgesetzt. Übrigens hier so ein TZ4K habe ich bei mir auch auf dem Kanal, wenn es interessiert. Genauso einen habe ich auch, baue ich aber gerade um auf Zwillingsreifen. Und meiner hat einen anderen Motor drin. Aber sonst ist meiner genauso. Ah, schön. Dieselkraftstoff, Hydrauliköl. So, und dann haben wir hier hinten aus dem Vogtland. Ein bisschen was Größeres stehen hier. Größeren LKW, dort noch einer. Mann, oh Mann. Wahnsinn. Schön auf eigener Achse hergefahren. Da ballerst du mal ein paar Liter raus. Deswegen, wie gesagt, meinen größten Respekt vor den Leuten, die das machen. Das ist wirklich toll, was die hier an Zeit und Geld investieren, nur um die Fahrzeuge hier zu präsentieren. Finde ich super. Okay, wir gehen jetzt weiter hier, was ich euch vorhin schon gezeigt hatte, hier auf der linken Seite weiter. Wir gucken jetzt hier, kommen jetzt glaube mehr so die größeren und schweren LKW. Und halt auch ein paar kleinere Traktoren wie der hier. Das müsste ein UTB, nee, nicht UTB, sondern, nee, komme ich gerade nicht drauf, was es ist. Das ist aber, nee, weiß ich nicht, was es ist. Ich glaube, es könnte auch Eigenbau sein. Nee? Kann ich euch gerade nicht sagen, was das ist. So was Ähnliches gab's. Aber der hat einen anderen Motor, glaube ich, drin. Und das dort ist ein RS09 Motor. Naja, und hier, das ist natürlich richtig krass oldschool. Guck mal die Lenkung an. Naja, bloß so eine Seilrolle, wo das Seil, das hier so hin und her schiebt. Und dann einfach hier ein Stationärmotor drauf. Und der Stationärmotor treibt einfach mal über eine Kette, aha, hier ist übrigens eine Kupplung. Das ist eine Kupplung. Über die Kupplung wird ein Rad angetrieben. Ein Rad, guck mal, nur hinten links das Rad. Ist ja fast wie ein Krause-Duo. Okay. Aber hat was. Hat was, aber ist schon, ja, sehr rudimentär. Ja. Ja, und hier haben wir jetzt, wie gesagt, warte mal hier, schöner SR2. Das sieht ja aus wie aus dem Laden. Wow. Nicht schlecht, deutlich besser als meiner. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier schön noch die Traktoren an. Ah, das ist ja da mit einem Einheitsmotor. Das wird wahrscheinlich auch ein Eigenbau sein. Mit zig Ketten irgendwas, Verlaufsantrieben hier. Okay. Ja, Mann, Wartburg. Hier ein Trabant. Hier ist ein Unimog. Das ist Froschauge. Sieht man nämlich ganz gut in den Scheinwerfern. Finde ich jetzt optisch nicht ganz so gelungen. Finde ich den Unimog optisch besser.
Und der natürlich hier erst recht, ne? Das ist natürlich ja absolut Unimog Klassiker. Der 406er, ne? Wer an Unimog denkt, der hat das Bild hier vor Augen. Aber wie gesagt, ich finde das Fahrerhaus ein bisschen zu klein. Gerade für größere Leute. Hier haben wir einen ganz kleinen Deutz. Kugel Porsche. Sehr schöne Originalausführung. Gut aus. Hier haben wir noch einen Deutz zum Ankurbeln. Noch ein Deutz. Das müsste hier ein EMW sein. Eisenacher Mobilwerke. Die 100.000 Kilometer Plakette. Ein Deutz. Lanz. Hier haben wir ein paar Eicher stehen. Eicher Diesel. Famulus, Güldner. Ja. Interessant übrigens bei den Motoren ist, könnt ihr mal kurz gucken, guckt mal, wie ihr das gelöst habt mit der Kühlung hier. Da hat jeder Zylinderkopf ein eigenes Gebläse. Ja, da wird quasi jeder Zylinder gleich gut gekühlt. Sonst hast du ja so, dass ein Gebläse nur für alle Zylinder ist, beim Deutz. Und hier hat halt jeder Zylinder seine eigene Kühlung. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir hier irgendwo so mal einen Deutz sehen, einen luftgekühlten. Kann ich euch das mal zeigen? Hier ist ein Fortson-Schlepper. Okay. Schon interessant, wie leise teilweise manche Schlepper sind. Der zum Beispiel hier. Das ist ein H6. Der große Bruder vom S4000. Müsste in der Zugmaschinenausführung sein. Astrein restauriert. Ah, guckt euch mal den passenden Tieflader dazu an. Herrlich, herrlich. Und auf dem Tieflader steht natürlich nochmal ein Lanz. Richtig, richtig toll. Ihr seht immer das Gespann. Ja, also wenn ich mehr Zeit hätte, müsste man sich eigentlich mal hier hinstellen. Und dann Sonntagnachmittag filmen, wenn die alle nach Hause fahren. Weil das Teil hier auf der Straße ist schon cool. Ja, Mann. Und der hat schöne, große, fette Schlappen drauf hier. Eiswerfer. Hier haben wir einen Stock, was auch immer das ist. Ein Stock. Schlapper halt, ne? Sagt mir jetzt nichts. So noch nie gesehen. Ja, Balance Bulldog stehen. Lanz Bulldog. Hier haben wir wieder so ein
so eine Rauche. Aber es scheint die normale Version zu sein. Nur als Diesel. Schön vor allen Dingen auch das mal fahren zu sehen hier. Die alte Technik, dass sie nicht nur im Museum steht, sondern hier. Kann man mit dem Dumper auch mal eine Runde drehen, ne? Hier in der zweiten Reihe steht auch noch so einiges. Steht noch ein Skoda. Ja, mit Heckmotor. Rücksitzbank umgeklappt. Oh Mann. Ich kenne Leute, die sind früher damit tagtäglich auf Arbeit gefahren und sowas. Ja, es war halt ein Viertakter, ne? Es war nicht schlecht, aber ja, da war Moskvitz schon besser, muss man mal sagen. 1500er und Mossi, wer das hatte, der war schon was. Das ist einer der späteren hier schon mit den viereckigen Scheinwerfern. So, hier haben wir einen Barkas. Pionier. Aktivist. Sogar schon in der Premium-Variante mit Anlasser. Die ersten waren ja ohne Anlasser, die waren nur zum Ankurbeln. Da kam immer Freude auf. Wenn es interessiert, so ein Aktivist habe ich auch schon auf meinem Kanal gehabt und vorgestellt. Müsst ihr mal danach suchen. So, ein H6. Pionier, Famulus, Lanz. Schöne Anhänger hier. Übrigens, klasse ist auch. Guck mal, der kleine Lanz hier. Und dann der riesen Tieflader hier. Der kleine Lanz rangiert mal eben den riesen Tieflader. Das ist Wahnsinn. Schöner Schaustellerwagen hier, noch ein H6, W50, noch ein H6, ja, das sind die großen, ne? Und hier ist dann sogar ein bisschen Teilemarkt. Kommt nachher noch mehr. Aber das würde ich dann nicht noch abgehen. Im Teilemarkt. Das wäre dann too much. Wir gehen jetzt erstmal hier an den an dem richtig coolen. Ich würde sagen, es ist ein. Naja, Moment, wir müssen mal gucken, könnte. Könnte ein Deutsch sein. Gucken, was das ist hier. Ja, ist ein Deutsch. Genau, wir gehen jetzt hier an dem coolen Deutsch. Gehen wir vorbei. Und gehen jetzt nämlich hier hier drüben wieder lang. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Cool finde ich irgendwie hier den Schlepper hier, den kleinen. Das hat irgendwie was.
das Ding hier. Der ist irgendwie cool, der gefällt mir. Ein kleiner Industrieschlepper. Gefällt mir. Das Ding hat was. Zwar kein Ostprodukt, aber trotzdem cool. Muss man mal anerkennen. So ein bisschen aus wie ein Pomsen, aber noch irgendwie wie ein tiefer gelegter Pomsen. Oh, was ist das hier? Ein Konsul. Aha, okay. Sagt mir jetzt auch nichts. Okay, ein Konsul. Ja, ein paar ZTs stehen noch. Ein Deutscher aus Bitterfeld, herrlich. Sehr schön. Oh, und hier hinten ist auch noch. Ja, müssen wir gleich mal noch reingucken, ne? Hinten noch so haben. Was hier noch so steht. Ja, hier steht noch ein schöner E60. W50. Eine Militärausführung. E60. Nee, L5. Nee, W50. Komm schon ganz durcheinander. Dem, was hier alles steht. Und, ja. Da hat anscheinend noch nicht mal der Platz ausgereicht. Aber sowas muss da weiter vorne hin hier. So ein Volvo. Ja, aber das ist das Gute. Dafür mache ich ja den Rundgang mit euch. Ich gucke mir wirklich alles an hier. Bei YouTube. YouTube. Jo. Hier haben wir einen schönen Anhänger von, ich weiß nicht, ob das Deutsche Post ist. Kann sein, dass es ein originaler ist. Sieht auf jeden Fall verdammt cool aus, der Anhänger. Ja, Wahnsinn, das steht hier in dritter Reihe, ne? Das ist... verrückt. Okay, wir gehen wieder vor. Gucken weiter. Was mir noch ein bisschen fehlt hier, Gabelstapel habe ich noch nicht gesehen. Also das eine oder andere fehlt noch. Vielleicht kommt es noch. Hier ist noch ein schöner Aktivist. Genau, und das ist nämlich hier die alte Version. Ohne Anlasser. Hier mit Lundenzündung. Und mit Ankurbeln. Also da darfst du keinen Rücken haben, wenn du ihn stoppen willst. Ja, ein paar Anni-Oldtimer haben wir ja auch. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Sind ja auch coole Fahrzeuge, ne? Porsche Diesel,
Porsche hat auch Schlepper gebaut. Ne? Der Anhänger ist natürlich wieder richtig cool hier, das Ding. Große Markierer Stolz. Bei dem Teil habe ich nicht, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Das ist irgendwas von USA. Müsste man wahrscheinlich bei Moloch Motors nachfragen. Hier ist ein MP Track. Hier haben wir einen schönen Multicar M22 mit schönen Anhänger. Und sogar mit dem originalen ordentlichen Lenkrad. Ja, das ist das schöne originale Multicar M22 Lenkrad. Schön. Ja, hier sitzt der Fahrer halt nicht mehr auf dem Motor, sondern neben Motor. Das waren so damals die Konzepte. Erst saß man auf dem Motor, dann neben Motor und dann wieder hinterm Motor. Hier haben wir noch einen Dutra. Moment, da müssen wir uns nochmal vorarbeiten. Weil so ein Dutra ist echt selten. Schön Sechszylindermotor, Diesel. Ja, so ein Dutra ist schon was Feines, ne? Der hat auch alles, was geht. Allrad, Sperren. Aber wenn man mal daneben den ZT sieht, ne, der war halt ausgewogener von der Gewichtsverteilung. Der hat natürlich auch mega viele Frontgewichte drauf. Aber trotzdem, so der ZT als Allrad, wenn ihr das mal so seht, ne, ist halt einfach besser von der Zugleistung, weil halt auch vom Gewicht her ausgewogener als dort mit dem Überhang vorne. Das ist halt nicht so gut. Auch wenn er da riesen Räder drauf hat, ne, der hat sich nicht durchgesetzt, das Konzept. Vom Dutra. Und hier sieht man auch mal richtig gut auch den Unterschied. Ne? Normale Version. Allrad. Dann gab es ja auch noch eine Hangversion. Die ist dann noch mal ein bisschen verstärkter und breiter. Jetzt kommen wir auch noch mal zu einem persönlichen Highlight, was ich nämlich auch so noch nie in echt gesehen habe. Ich habe es nur in Büchern gesehen. Multicar mit den Anbaugreifer. Das gab es auch als Bagger. Das ist hier der Greifer für die Forstwirtschaft. Ach, schade, nee. Es ist nicht der Original VEB. Das Ding gab es nämlich auch, das ist 95. Ja, ist nicht der Originale. Schade, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, weil, wie gesagt, das gab es wirklich auch vom VEB-Betrieb in geringer Stückzahl, so mit Greifer, aber auch als Bagger. Multicar M24 mit Heckbagger. Schade, ich habe mich schon gefreut, dass es so ein Original wäre, weil das wäre wirklich einzigartig, habe ich noch nie gesehen. Aber trotzdem auch mal schön so zu sehen. Zwar als Nachbau, aber schon okay. Hier sieht man auch mal ganz gut übrigens mal den Unterschied zwischen IFA W50 normal, Spedition so oder halt Häckselaufbau und Allrad Ballonreifen. Guck mal den Unterschied an, nur in der Höhe von den Stoßstangen. Also durch die Ballonreifen kriegt der W50 eine richtig immense Höhe. Eigentlich waren die ja damals für Landwirtschaft gedacht, ne? Dass man den Boden nicht so verdichtet. Dass der Bodendruck ein bisschen reduziert wird. Deswegen hat man ja auch bei den Traktoren solche großen Reifen. Ja, man will ja schön weichen Boden haben. Das hier ist übrigens ein Prototyp. Also Eigenbau. Wie ich aber finde, sehr schön gemacht. Der ist stimmig.
Ich will mal kurz gucken hier. Da ist ein Turbo dran. Das gehört nicht dahin. Also das sieht wirklich aus wie ein CT, einfach nur geschrumpft. Sieht wirklich so aus. Sieht nicht aus wie irgendein Eigenbau. Also ist wirklich richtig gut gemacht. Außer halt der Motor, das ist halt leider kein Diesel. Der war halt, sagen wir mal, irgend so ein, weiß ich nicht, irgendwas, irgendein VEB-Motor wäre cool gewesen. Das sind ja auch unterschiedliche Konzepte hier. Ah, dann gehen wir weiter. Weiter an den ganzen W50 oder Cobor oder S4000 LKWs hier lang. Danke. Oh, ein Vollpfosten. So, weiter geht's hier am Unimog. Hier, der hat einfach mal seinen S4000 Bomsenschlepper geladen. Hier sieht man das auch mit dem Plan, ne? Das war damals so. Das war keine Originalplane, ist ja nicht schlimm. Aber das war halt damals so Standard beim Pomsen. Gab es Plan, da gab es keinen festen Aufbau. Gab es nur ein Dach. Wir haben auch ein paar schöne Wohnwagen. Da ist auch so ein schöner DDR-Wohnwagen dort. So, ja, müssen wir mal weitergehen, hier ein bisschen schneller, weil es wieder ein bisschen lautere Musik. Dann muss ich kurz mal ein bisschen weitergehen hier. Schöner W50 mit Ladekran. Gab es auch zu DDR-Zeiten schon. Das sah mir jetzt aber aus wie, können wir mal kurz zurückschwenken. Ja, das sieht mir nicht aus wie der Originale. Ist aber auch egal jetzt. Die sind auch echt mega selten geworden mittlerweile. Waren aber damals in der DDR auch beliebt, ne? W50 mit Ladekran, top. Was hier so alles rumsteht, herrlich. Selbst dort hinten steht ein Spatz, steht ein SR2. Cool. Ein Sattelauflieger? Ja, den W50 gab es ja in allen möglichen Varianten. Und das ist hier ein Sattel. Sattelplatte mit dem entsprechenden Auflieger. Top. Hier, Fortschritt, Einachs. Mit Anhänger, ein Einachsschlepper wollte ich sagen, genau, krass. Hier haben wir ein paar W50. Oh, das ist natürlich auch schön hier. Guck mal, schöner, unrestaurierter A6. Der, ja, der sieht halt schön massiv aus, ne? Schöner großer LKW damals gewesen. Aber guckt euch mal das Riesenlenkrad an, ne? Also, ne, das war damals wirklich noch Kraftfahrer. Ja, und damit haben wir jetzt den Themenkomplex hier absolviert. Abgelaufen, würde ich sagen. Aber jetzt gehen wir nämlich mal weiter. Zu der großen Wiese vorne. Aber vorher müssen wir hier noch gucken. Ein N22 Multicar Drehleiter. Auch mit schönem Originallenkrad. Ich
Der steht sogar als selbstfahrende Arbeitsmaschine. Steht zum Verkauf, steuerfrei. Oh, das ist ja cool. Guck mal. Kann man mitfahren. Das ist ja cool. Kannst du einmal hinten drauf sitzen? Kannst du einfach Leute ohne Sicherheitsgruppe mitnehmen? Der Drehleiter. Das ist natürlich cool. Und halt auch mega selten, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Ah, okay. Muss ich mal kurz gucken. 5,4 Meter Länge, 1,9 Meter Steighöhe, zulässige Belastung 100 Kilo. Aber irgendwie ist immer 100 Kilo. Na gut, also quasi kann eine Person, kann prinzipiell darauf immer arbeiten. Und dass das Ding umkippt. Ja, toll. Ja genau, ich wollte sagen, wir gehen jetzt weiter zu dem Platz, wo jetzt, oh, ich weiß gar nicht, was da uns erwartet. Müssen wir mal gucken. Was wir dort noch haben? Hier haben wir noch, hier ist übrigens ein M24 Multicar. Das wurde nicht lange gebaut. Das ist die Zwischenstufe zwischen dem 22er und dem 25er Multicar. Der hat quasi schon prinzipiell so den 25er Aufbau, hat aber noch die kleine Kabine. Gibt es auch schon mit Doppelkabine. Also das ist wirklich so ein richtiger Exot. Weil später haben sie festgestellt, es ist doch viel besser, wenn wir hier eine ordentliche Doppelkabine drauf machen, also hier zwei Sitzer. Hat sich dann auch durchgesetzt bei dem M25ern. So, also wie gesagt, ich laufe jetzt mal vor zu der Wiese, die hier noch ist, weil das ist das nächste größere Themengebiet, was wir jetzt ablaufen. Auf dem Treffen. Dort stehen auch ein paar MZ noch. Und Simson stand auch da. Ja, und dann müssen wir, dann haben wir fast alles geschafft auf dem Rundgang. Dann müssen wir noch auf der Seite hier drüben. Die sind wir noch nicht abgegangen. Also wir haben noch das ein oder andere hier zu erkunden. Aber das machen wir nachher noch. Jetzt gucken wir erstmal hier rüber. Weil hier drüben steht einfach mal eben auch noch so einiges. Hier geradeaus müssen wir da nicht ablaufen, da ist dann bloß Essen, Buden. Aber hier links geht es jetzt weiter mit Traktoren. Alten Lanz Bulldog. Dort ist auch noch mal eine kleine Sonderausstellung von richtig, richtig alten Traktoren. Gehe ich dann auch gleich noch ab. Machen wir dann natürlich noch auf dem Rundgang.
Ja, aber wir bleiben natürlich zum Motto treu. Wir gehen erstmal linksseitig alles ab. Der fährt Stehameise rückwärts. Hier ist noch so ein Teil, aber mega, mega Fleppen drauf hier. Oh, eine alte Rüttelplatte. 1000 Euro finde ich auch ein bisschen sportlich. Naja. Es ist unglaublich, was alles an Traktoren hier rumsteht. Im Hintergrund steht einfach mal ein Pico 2, der gar keine Beachtung bekommt, obwohl das auch ein geiles Teil ist. Kann ich auch hier. Schön eingeölt, so wie es aussieht. Da hat sich jemand drum gekümmert. Tja, so sieht es halt hier drin im Pico aus, ne? Das erinnert einen so ein bisschen an Bergbau. Ohne alles hier, einfach so, als wenn du unter Tage arbeitest und das Ding fährst. Wahnsinn. Ja, und hier drüben gibt es dann ein paar Ersatzteile, ne? Die fetten Rohre, die da unten liegen, sind, ist übrigens ein Auspuff vom Lanz. Haben wir hier in Deutz. Start des Motors mit Druckluft. Dieser Motor war in einer Grubenlok verbaut. Ah, deswegen ist anscheinend hier auch ja, das hier so umgebaut, die Gasflasche. Grubenlok, okay. Das ist wirklich verrückt, was es alles gab. Hier ist ein Deutz, der aussieht wie ein Lanz. Es ist schon Wahnsinn, was hier so steht, vor allem auch alleine im Zustand hier. Der 1000er war ja auch gerade wieder wie neu. Schöner Lanz. Aber hier sieht man auch mal ganz gut, hier, was hier alles abzuschmieren ist. Also hier hast du ein bisschen was zu tun. Da ist nicht nur einsteigen und losfahren.
Da hast du auch das ein oder andere Mal abzuschmieren. Das könnte eine Brockenhexe sein hier. Und da hinten steht einfach mal ein Lader. Vorne steht einer der allerletzten Rohbohr, die es damals noch so gab. War mit Deutz-Motor. Schöne modernen Achsen, modernen Reifen. Genau, Deutz-Diesel. Steht dran hier. Rohbohr mit Deutz-Diesel. Ne, und der sah schon richtig so, guck mal, wenn ich das mal an, das sieht schon richtig nach modernen LKW aus. Klar? Das Fahrerhaus haben sie jetzt nicht großartig überarbeitet. Finde ich aber, ist nicht schlimm, weil das war in Ordnung. Das musste man nicht nochmal großartig überarbeiten. Es war groß, geräumig. Also, ja, die hätten es auch lassen können so. Aber ein bisschen haben sie, wie man sieht, ne, irgendwas mit der Stoßstange gespielt, so ein bisschen mit dem Grill. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber wer so einen hat, die laufen gut. Ne? Und der sieht ja wirklich fast aus wie neu hier. Weiter geht's hier. Panomag, Diesel. Was hier Burgwart. Wahnsinn. Göldner, Magirus Deutz. Oh ja, schönes Gespann. Wenn denn dem so wäre, na, anscheinend nicht. Aber vielleicht doch. Ist auf jeden Fall Zugmaschinenausführung, ja. So, wir nähern uns langsam hier hinten dem Ende, aber nur so langsam. Ein Stück geht's noch weiter. Überall stehen als Bulldog. Oh, ein Garant. Hatten wir noch gar nicht. Garant als Feuerwehr. Schön. Ja, also wir gucken wirklich bis in den letzten Winkel hier. Da sind wir jetzt auch angekommen. Letzten Winkel hier. Opel-Blitz. Und Mercedes. Ja, und hier haben wir noch eine H6 stehen, ne? Schön. Und hier ist dann wirklich Ende vom Treffen. Genau. Aber wir sind noch nicht am Ende vom Rundgang, logisch. Da geht noch weiter. Aber der Benz sieht ganz cool aus mit den Felgen, den Reifen. Ne, müsste ein Strich 8er gewesen sein. Jetzt gucken wir mal hier noch auf der Seite. Was haben wir hier? ZT, W50, Robo. Hier sieht man es übrigens mal ganz gut im Vergleich zum Unimog, wie schön groß das Fahrerhaus ist. Wie viel Platz man da hat. Da kann man sogar noch jemanden mitnehmen.
sogar noch ein Notsitz. Bei der Feuerwehr, ich glaube, war es dann sogar noch so, da waren noch mehr Sitze drin, noch mehr mitnehmen konntest. Mach das mal beim Unimog. Klappt nicht. Sauer. Hier ist übrigens Teilemarkt, ne? Also, aber wie gesagt, das machen wir nicht. Wir gucken uns euch noch Fahrzeuge an. Nicht noch Teilemarkt. Video ist so schon lang genug. Wir gucken hier weiter. Ja, was soll ich sagen? Es geht einfach ohne Ende weiter. Es geht einfach weiter mit allen Traktoren. Wow. Das ist auch super hier. Vor allem die riechen auch noch so schön. Immer so den schönen alten Schmierölgeruch. Schmieröl-Dieselgeruch. Es ist unbeschreiblich. Und so wie es natürlich hier normal ist auf dem Treffen. Überall steht irgendein Lanz und ist an. Und hämmert vor sich hin. Ja, normal müsste man links. Hier sieht man meine Feuerwehr. Mit der Originalpumpe noch vorne dran. Mal wieder um. Hier war Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Wir gehen mal hier links weiter gucken. Normag. Drei Normag-Schlepper hier. Restauriert, nicht restauriert. Hat alles seinen Charme. Am Bockers. Das müsste ein Zettelmeier sein. Das ist krass, die Traktoren, die sehen eher aus wie so ein höher gelegter Hot Rod damals. Das ist wirklich krass. Framo. Hier wird gerade ein Lanz Bulldog vorgeheizt zum Stoppen. Ja, und hier geht's weiter. Es geht weiter. Weiter Traktoren ohne Ende. Ah, schön, hier ist mein Pico Max 4 in der guten Ausführung. Mit Dach und allem drum und dran. Kleindumper Pico Max 4. Viertakt Diesel luftgekühlt, VEB Robo Zittau. Die 52 PS Version. Immerhin, dritter Gang, 40 km/h. Nicht schlecht. Thank you.
Ist halt wie gesagt schade. Ja. Es wäre schön, wenn es den als Allrad gäbe. Oh, das Bild ist natürlich auch interessant. Guck mal, wie er den gefunden hat. Dann war er ein bisschen runtergekommen, würde ich sagen. In den Dingern gibt es nicht mehr viele. Halt der große Multicore, ne? Aber war halt auch eher im so im Kipperbereich, ne? Mit Kippmulde und so unterwegs. Sieht man ja hier, ne? Das war halt eher so. Als Pritsche eher weniger. Quasi eher so im schweren Bereich unterwegs. Bergbau oder Steinbruch. Ja, hier ist ein Unimog daneben. Müsste ein Maulwurf sein. Aber der läuft gerade nicht mehr. Oh, sehr schön. Und wie man sieht, da ist auch schon das nach vorne drücken, die Bremse. Alles später beim 4-1-Duo genauso übernommen. Übrigens, ein Krause-Duo habe ich ja noch nicht gesehen, aber wir sind ja auch beim Schlepper-Treffen. Hier haben wir mal einen K700. Halt wirklich mega groß. Wenn man daneben sich mal, hier steht ein ZT305, ja. 305, das ist quasi die Hangversion. Das ist quasi der Allrad, der fette Allrad. Und wenn man den einfach mal daneben sich jetzt mal anguckt und den K700, wirkt der ZT klein und schmächtig, obwohl das schon großes Vieh ist. Aber das ist mal nochmal eine andere Ansage. Und daneben nochmal ein Dutra. Das ist ja mal eine schöne Zusammenstellung hier. Das muss man gleich mal noch auf ein Bild bringen hier. Dutra, CT305 und K700. Wunderbar. Übrigens, hier drüben haben wir dann auch mal noch andere Versionen. Gucken wir uns aber nachher noch an. Wir müssen erstmal die linke Seite hier abarbeiten. Ja, wir müssen erstmal noch hier gucken. Später gucken wir dann hier rüber zum Trabant-Kombi-Anhänger. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal noch, was hier so ist. Hier haben wir nämlich noch ein Dieselross. Fendt Dieselross. Kleiner McCormick. Den auch nicht schlecht. Grobrohr. Famulus Kramer. Grober Feuerwehr. Die Grober sind halt noch viele Feuerwehren. Gibt es die noch? Die anderen dort hier, wo wir gerade vorbeigegangen sind, kommt halt darauf an, wenn die Diesel waren, gibt es die noch. Wenn das Benziner war, sind die alle verschrottet worden, die wollte keiner mehr haben. Weil 30 Liter Verbrauch als LKW, als Benziner, das ist halt Mist. Und die Rober waren halt viele als Benziner. Das ist halt, ne, wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Deswegen haben halt von den Rober viele Feuerwehr-Rober überlebt. Ja, das war halt was Besonderes. DFZ 322, das ist der Pomsenschlepper, aber mit der falschen Motorhaube. Lanz,
in jeder möglichen Ausführung. Also ist für jeden Geschmack was dabei. Ah, dort ist noch ein Waran. Ne? Also zumindest, ja. Hallo. Gucken mal, was hier dran steht. Dumper Petter. Nee, ist kein Waran. Ist irgendein Umbau. Schade. Sieht aber auf den ersten Moment aus wie ein Waran. Ja, vielleicht haben wir ja noch Glück und finden noch so einen Dumper. Also so ein Waran-Dumper. Hier ist noch so ein Mini-ZT. Der Lanz wird gerade angeschmissen hier. Das sorgt immer für viele Zuschauer. Könnt ihr mal kurz gucken. Mal einmal hier sind. Aber da gibt es ja, wen es interessiert, schon hunderttausende Videos, ne, wie man so ein Lanz anmacht. Aber ich glaube, es dauert noch eine Weile. Wir machen mal weiter. Wir wollen einen Rundgang machen. Schön Dutra. Mensch, sind doch einige Dutra jetzt hier. Hab ich gar nicht gedacht. MAN Ackerdiesel. Den haben wir vorhin schon mal irgendwo stehen sehen. Und hier stehen weiter Lanz Bulldog ohne Ende. Ist cool. Hier ist wieder so eine Schmalversion. Also das muss ich mal noch rauskriegen. Was das hier für eine Lanz Bulldog Version ist, der so schmal ist hier. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ah, hier ist eine Brockenhexe. RS02. Übrigens, das gelbe Dreieck heißt eigentlich Anhängerbetrieb, was der Lanz dort oben hochgeklappt hat. Früher war das so, damit der Gegenverkehr weiß, dass du einen Anhänger hinten dran hast, hast du das gelbe Dreieck hochgeklappt. Wird heutzutage nicht mehr benutzt. Wir gehen weiter voran an Lanz Bulldog ohne Ende. Der ist auch besonders schön hier. Das ist ein großer Vetter und nicht restauriert. So, und jetzt geht es noch weiter hier vorne. Hier vorne, linksseitig, werdet ihr gleich sehen, geht es noch ein bisschen weiter, zumal wir jetzt auch noch fertig sind mit dem Festzelt, das müssen wir auch noch filmen. Da kommen wir aber gleich wieder hin. Ich will euch nämlich noch ein kleines Highlight zeigen, was es hier gibt. Und zwar, da vorne hängt ein Lanz Bulldog am Haken.
vorne ist extra ein Kran. Ein Kran. Und dort sieht man es schon, wenn man Landsfotofoto ist. Ist so ein bisschen ein kleines Highlight hier am Eingang. Da wird man das auch draußen sieht. Ich werde auch übrigens dann mal in die Beschreibung vom Video reinschreiben, wie viele Schritte ich hier gelaufen bin. Also ich denke, dadurch, dass ich wirklich alles abgelaufen habe, bin ich hier locker mal 20 Kilometer gelaufen. Würde ich jetzt mal schätzen. Du bist da mal in der Beschreibung gucken. Ich schreibe es mit rein. Weil es ist wirklich, es ist groß, das Treffen hier. Wahnsinn. So, und wir gehen jetzt, wie gesagt, mal davor. Und gucken. Guck mal dorthin hier zum Eingang. Ja. Hier haben wir noch einen Garant. S4000 H6. Und dort haben wir einfach mal ein Landsbulldog, der in der Luft schwebt. Hier ist auch schön. TZ4K mit Frontgewichten, nicht schlecht, einfach mal auf dem Anhänger. So, und jetzt müssen wir hier weitergehen. Das ist ein, ach nee, ich wollte gerade sagen, das ist ein Allrad, nee, ist kein Allrad Multicar. Sah erst so aus. So, nämlich hier drüben geht es auch noch weiter. Schauen wir mal, was hier so steht. Lanz Bulldog, in der ganz alten Version. Hier schon in der neueren, da sieht man mal so ein bisschen den Verlauf, wie sich auch die Lanz Bulldogs entwickelt haben. Dieselross Fendt. Das ist ein Riesenkoffer hier, den er drauf hat. Eieiei, das ist ein Werkstattkoffer. Aber der hat schon mal einen kleinen Treffer gehabt, schade. Hier ist dann übrigens Ende, hier ist dann Parkplatz. Ja. Hier ist Ende, also gehen wir hier weiter zurück. Gucken mal weiter. G5. Als Tankwagen. Weiß nicht, ob es das so original gab, keine Ahnung. Militärstreife im Backhaus. Schöner Robo-Mehrzweckbus. Ist mit Allrad. Sehr, sehr gesucht mittlerweile. Die hatte damals auch so die Post als Endstörwagen. Auch mit rumgefahren zu DDR-Zeiten. Oh, und das ist auch selten hier. Geländewagen von der NVA. Und hier haben wir wieder ein paar Traktoren. Er ist nur 9 normal, er ist nur 9 kurz. Haben sie aber schön gemacht, vor allem auch mit der Motorhaube hier. Sieht gut aus.
nur ein bisschen mega schmal für meinen Bedarf. Da hätte ich immer Angst, dass das Ding gleich umkippt. Dann mag ich lieber so ein bisschen breiter. Genau, das ist der UT082, den meinte ich vorhin. Da war ja so ein Eigenbau, da dachte ich, das ist der hier. Aber das ist ja der originale DDR-Bau, der Originaltraktor. Nicht viele gebaut wurden. Das war mal so ein kleiner Traktor aus DDR-Zeiten. Bulldog, noch ein Lanz. Hier vorne haben wir einen interessanten Wartburg-Umbau. Wartburg mit Anhänger. Gab es ja auch nach der Wende einige, die das mit Trabi gemacht haben. Hier haben wir jetzt ein paar neuere C-Tor stehen. Wir gehen jetzt mal hier lang. Es ist wirklich verrückt. Es gibt immer noch irgendwelche Wege, die wir immer noch nicht abgegangen sind. Zum Beispiel nämlich den Weg hier. Den sind wir noch nicht abgegangen und den gehen wir jetzt nämlich deswegen mal ab. Hier haben wir noch nämlich noch ein Land stehen und hier haben wir nämlich auch noch schöne Raupe stehen. Ne? Sieht man auch mal ganz gut. Eine Zetor-Raupe. Okay. Ich würde sagen, sieht man auch mal ganz gut, wie unterschiedlich, ne, das möglich ist. Wie die Ketten sich bewegen können. Hier müssen wir jetzt übrigens rechts und links schauen, weil hier gehe ich nicht nochmal links lang. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 C-Tor stehen. Und hier drüben haben wir noch einen kleinen Lanz-Bulli. Sowie eine schöne Kombination Robo, Ello mit schönen Anhänger. Und davor haben wir natürlich noch einen schönen Lanz. Die anderen da drüben gucken wir uns nachher noch an. Die haben natürlich auch noch lang. Hier haben wir noch einen schönen DDR-Bauwagen. Auch noch einen schönen MAN-Ackerdiesel. Hier steht noch ein S4000. Auch noch ein Fendt. In der Halle ist glaube ich nur Zeug zum Verkaufen und hier ist dann auch nichts weiter, deswegen gehen wir jetzt wieder vor und gucken hier weiter. Jetzt sind wir natürlich auf der rechten Seite nicht lang gelaufen, ich weiß. Machen wir natürlich noch. Hier müssen wir natürlich noch gucken, was hier noch so steht. Weil hier steht auch noch das ein oder andere wirklich interessante Fahrzeug. Ne? Zum Beispiel der Lancia. Aber wie man auch sieht, hier sind Besucher ohne Ende. Der Lanz, der ist auch sehr speziell, den gucken wir uns nochmal an. Ja. Da ist noch richtig verstaubt drauf.
Ich würde sagen, der stand einfach mal eben irgendwo 100 Jahre in der Scheune. Dann haben sie ihn rausgeholt und hierher gefahren. Ich guck gleich mal noch hier aufs Schild. Baujahr 1941. Also im Krieg gebaut, in Kriegsjahren. Ja, neben ist noch so alter. Und hier haben wir noch was Spezielles. Eine Lanz Bulldog Raupe. Ja, das ist noch richtig alte Technik. Ich weiß gar nicht für. Achso, das Rad ist einfach mal so fest. Achso, damit keiner wegfährt. Hm. Ist klar. Ich glaube, bis den jemand klaut hier, das dauert eine Weile. Weil da ist nicht mal eben so schnell mit Stoppen. Oder wegfahren. Ja, so, jetzt können wir wieder vorgehen. Gucken wir gleich mal, was uns noch hier so entgegenkommt an Fahrzeugen. Jetzt gehen wir wieder vor und gucken auf der Festwiese. Gucken wir jetzt noch weiter. Na, weil da waren wir ja noch nicht fertig. Da müssen wir noch weiter gucken und dann müssen wir auch noch hier auf der linken Seite weiter gucken. Da gehen wir danach auch noch lang. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alles einmal abgelaufen. Die Wiese jetzt noch. Und dann nochmal zum Ausgang vorne, zum Außeneingang. Dann sind wir alles einmal abgefahren. Herrlich. Herrlich. Ich liebe es. Gibt nichts Schöneres. Das hier ist ein Scania. Da haben wir einen Lanz. Famulus. Das ist irgendwas Kleineres hier. Famulus. Auch schön. Habe ich letztens schon mal auf irgendeinem Treffen gesehen. Das ist ein Zettelmeier. Ein Zettelmeier Radlader. Leider kein DDR-Produkt, schade, schade. Aber sieht cool aus. Ein Zetor 15. Okay. Hier sind die Schlepperfreunde Borsdorf mit einem schönen Humsenschlepper mit Vollausstattung. Ja, Vollausstattung heißt Vierzylindermotor, vorne Gabelstapler und eigentlich Druckluftanlage. Nee, hat er nicht, hat keine Vollausstattung. Das Dach hat er, aber der Druckluftanlage fehlt. Also doch nicht Vollausstattung.
schön ist, dass er auch 457 hergefahren haben. Ja, ein schöner Zwiebelzieher. Muss auch sein. Ja, so ein bisschen eher so ein 900er Bau. Man sitzt dort auf dem Motor. Aber leider ein T174 ist nicht hier. Schade. Der große Bagger. Hier stehen noch einige Fendt. Ja, hier steht alles voll mit Fendt. Ich sehe gerade, wir müssen da drinnen, müssen wir auch noch mal ablaufen. Da stehen ja auch noch Fahrzeuge. Ja, kein Problem. Mach mal. Ich lauf's ab. Oh, schön, hier ist. Hier ist nochmal ein UT. Oh, ah ne, UT082. Genau. Mit hydraulischer Lenkung, ne? Und witzigerweise. Ja, ein Trabi-Kombi als Anhänger, ja. Warum nicht? Kann man machen, kann man immerhin drinnen schlafen. Cool. Und der hatte, glaube ich, auch alles so, was geht damals. Hat quasi Hydraulik. Ah ne, Allrad hat er nicht. Aber schon voll hydraulische Lenkung. Sieht man hier, ne? Da ist. Da ist keine Verbindung weiter. Das ist wirklich eine vollhydraulische. Hat sich aber anscheinend nicht so durchgesetzt. Weil von den Dingern sind nicht viele verkauft worden. Oh, das ist auch selten. Ich weiß nicht, ob es das so gab. T157 mit Zange. Der Aufbau ist auch nicht so ganz original, ist aber nicht schlimm. Ich würde bloß mal gucken. Der hat halt schön die Zwillingsreifen drauf, ne? Ja, der sieht top aus. Und daneben ist halt mal eben einfach K700. Und daneben glaube ich auch, bloß in einer anderen Version. Ich guck mal von vorne, ob da noch irgendwas dran steht. Aber laut Kennzeichen ist es ein K700. Ja, zumindest steht es da auch dran. Dann ist das wahrscheinlich bloß eine leicht geänderte Version. Ein bisschen anders sieht er aus. Leicht anderer Motor. Schwer zu sagen, wenn man sich nicht auskennt. Auspuff ist auch anders. Da ich aber sowas noch nicht hatte und noch nicht gefahren bin, kann ich da jetzt keine super näheren Auskünfte dazu geben. Noch einen ganz alten. Nicht schlecht. Schön noch mit der Aktentasche. Herrlich. Ein MAN. So, jetzt sind wir quasi die Reihe abgegangen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, auf zur nächsten Reihe.
Übrigens, wer sich das Video wirklich komplett anguckt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wer wirklich so hardcore ist, so wie ich, alles mit mir hier einmal abguckt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, hier ist noch ein Aktivist. Ich mag die Dinger irgendwie, weil der Klang cool ist. Das Aussehen ist, ja, gewöhnungsbedürftig, aber der Klang ist cool irgendwie. So, und guckt mal hier links, das ist ja auch irgendwas, was total krass ist für ein Treffen. Einfach mal hier, Skoda. Feuerwehr. Übrigens, zum Teil habe ich schon mal vorgestellt, wen das interessiert. Guckt nach, gibt es ein Vorstellungsvideo. Das Ding ist wirklich krass und auch richtig cooler Sound. Kann ich jedem mal empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich gucken, dass wir hier alles abgehen, aber auch nur das quasi, was noch interessant ist, nicht den Teilemarkt. Weil hier in der Mitte, seht ihr, ist alles so ein bisschen Teilemarkt. Den würde ich jetzt aber mal aussparen. Okay, herrlich. VWB, Verkehrsbetrieb der Stadt Dresden. Genau, wir müssen halt gucken, dass wir trotzdem auch nur die Fahrzeuge erwischen, die hier ein bisschen zweiten Reihe stehen. Naja, ich würde einfach sagen, wir gehen hier mal weiter vor. Schön Framo. Hast du einiges auf der Ladefläche. Schön, was hier teilweise rumsteht. Also das Treffen lohnt sich nicht nur wegen den Fahrzeugen, das Treffen lohnt sich auch, wer hier was kaufen möchte. Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Ich gehe jetzt vor. Da ist noch eine Ausstellung von den ersten Rohölschleppern. Da gehen wir jetzt hin. Die gucken wir uns noch an. Dann müssten wir eigentlich alles, was hier so auf der Festwiese hier steht, abgefrühstückt haben. Genau. Und dann gehen wir nach vorne wieder die Hauptstraße linksseitig zurück. Und dann müsste man wirklich alles, was hier zu sehen gab, an Fahrzeugen abgefrühstückt haben. So, da vorne stehen die nämlich. Stehen noch. Jetzt wird es quasi nochmal interessant. Wir kommen zu richtig, also so einer kleinen Präsentation quasi vom ersten Rohölschlepper. Also allgemein von den ersten. Die sind alle hier vorne präsentiert. Die gucken wir uns jetzt alle mal noch an. Hier ist es. Wir haben allgemein noch ein altes Fahrzeug. krass, der hat ja bloß ein Rücklicht in der Mitte hinten. Okay, war anscheinend damals so.
So, hier ist quasi die Sonderausstellung von den Rohölschleppern. Die gehe ich jetzt noch einmal ab. Aber von vorne. Ich will bloß mal drüber laufen. Weil die Fahrzeuge hier ja auch noch nicht gesehen. Das hier zum Beispiel ist auch eine krasse Zugmaschine mit Seilwinde. Ja, das war damals Zettelmeier, ne? Die hatten nur sowas im Angebot. Alles solche Zugmaschinen, was hier rumsteht. Alles Zettelmeier. In groß und klein. Jo, aber jetzt erstmal hier ganz alte Rohölschlepper. Damit fangen wir jetzt mal an. Mit einem Deering vielleicht? Deering? Ja, keine Ahnung, was das für ein Hersteller ist. Der hat auf jeden Fall nicht, den gab es anscheinend nicht so lange. Zumindest nicht hier in Deutschland. Hier haben wir schon mal einen ersten Lanz mit fast Vollgummireifen, ne, wenn man sich das mal so anguckt. Okay, Patente in allen Kulturstaaten. Verrückt. Es ist ja... Okay, war... Ja, ja. Ich muss euch bloß leider so ein bisschen mehr zuschnattern in dem Video jetzt hier, weil hier mal wieder Musik im Hintergrund ist und ich die sonst nicht rausschneiden kann. Ne? Deswegen muss ich euch ein bisschen mehr zuschnattern, damit ich die Musik übertöne. Aber ich habe übrigens keine Ahnung, was das hier sein soll, wo die ganzen Leitungen losgehen. Ich nehme mal an, das ist eine Zentralschmierung. Dass man dort mit der roten Pumpe immer, dort mit dem roten Teil dort, immer schmieren konnte, rausziehen und gepumpt hat. Nehme ich jetzt mal an, dass das so war. Keine Ahnung. Haben wir aber alle hier. Guck mal, hat er auch. Was natürlich damals krass war hier, guck mal, die Kette. Damals war halt alles noch so mit Kettenantrieb. Hier ist der nächste. Und auch hier, die Hinterräder hier, das ist alles so mit riesen Zahnrädern. Das sieht aus wie aus einem Lego-Baukasten. Als ob das hier irgendwie ja, mit Lego zusammengebaut wurde. Wäre ja schön, wenn man die mal fahren sehen könnte hier. Auf jeden Fall sehr klein. Im Vergleich zu den heutigen. Sehr, sehr klein. Aber andererseits natürlich auch sehr gefährlich, ne? Wenn ihr es mal anguckt hier, die großen Reifen hier. Nicht Reifen, sondern die großen Räder hier, die sind ja größer als die Reifen und wenn die sich schnell drehen, wenn man dort mit der Hand reinkommt, das könnte schon ein bisschen wehtun. Ungünstig. Gab es ja dann später in den späteren Traktoren, die hatten ja dann Abdeckungen und alles Mögliche. Aber die ersten, ne? Man sieht hier, die hatten das nicht. Ich sehe jetzt, muss ich auch sagen, keinen großartigen Unterschied hier. Sehen für mich alle relativ gleich aus. Hier vorne läuft mal einer. Können wir gleich mal gucken. Hier steht doch was. Darf ich mich vorstellen? Fahrzeughersteller Lanz Mannheim. 23. 1923 Baujahr. Gewicht 2350 Kilo. 6,2 Liter Hubraum. 12 PS. Das ist nicht viel. Aber echt interessant, die auch mal laufen zu hören. Ne? Jetzt wäre es natürlich noch interessanter, mal zu sehen, wie die Teile fahren.
weil ich nehme mal an, mit den Gummirädern ist da nicht viel Fahrkomfort. Die einzige Federung, die man hat, ist vom Sitz. Und das ist jetzt auch nicht so cool, der Sitz, wie der gefedert ist. Nehme ich auch fast gar nicht. Das ist einfach bloß so, ja, ein Stück Blech. Was mal interessant wäre, für was das dort ist an der Felge. Da steht Lanz drauf, kann man bestimmt abdrehen. Hat er Wasser reinfüllen konnte oder so? Oder Öl? Wahrscheinlich eher Öl. Zum Schmieren. Das mit Wasserfüllung von Reifen für einen Ballast kam erst später. Also es ist schon echt. Aber auf jeden Fall schön, dass das noch läuft und funktioniert. Aber wie man sieht, damals war das halt mit dem Öl und Tropfen und so, war das halt alles ein bisschen anders, ne? Tropft es halt auch mal ein bisschen. Cool. So, da schreiten wir das jetzt nochmal ab hier. Einmal hier vorne. Und gucken uns hier nochmal an, aber wie gesagt, ne, also irgendwie prinzipiell sehen die alle sehr, sehr ähnlich aus. Ich guck mal, ob hier. Da steht noch was dazu. Dieses Standmodell eines Seil 12 des ersten Rohölschleppers. Okay. Alles klar. Das ist quasi der erste Rohölschlepper der Welt. Deswegen steht es wahrscheinlich auch mit den Patenten obendrauf. Lanz Bulldog aus dem Jahr 1938 mit 35 PS. Da Martin Werner aus Lösnitz. Aber schön, dass es noch so viele gibt. Herrlich. Gut, so. So viel quasi dazu. Übrigens, meine Hand, nur weil ich dort langgelaufen bin, schon dreckig. Das ist, ja, der Rohölschlepper von damals. Weiter geht's, würde ich sagen. Auf dem Rundgang, wir gucken mal, wie der den hier noch schnell anwirft. Das ist bestimmt mal noch interessant. Jetzt fährt wieder durch den Papier. Jawohl, hat geklappt. Ah, hier, jetzt kommt übrigens mal so ein Rohölschlepper, wie wir gerade gesehen haben. Hier fährt mal so einer. Quasi einer der allerersten. Der hat noch nur Handbremse, so wie man sieht. Genau, der hat nur Handbremse und Handgas. Der hat, ich glaube, der Fahrer muss überhaupt nichts mit den Füßen machen. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, der hat nur Handgas und Handbremse. Verrückt. Okay, weiter geht's. Mit dem Rundgang. Wir gehen wieder zur Hauptallee hier. Und jetzt sind wir wirklich auf den letzten Zügen. Ich habe ja fast gar nicht mehr dran geglaubt. Aber wir müssen jetzt noch hier auf der linken Seite lang gehen.
dann haben wir es wirklich geschafft. Dann sind wir hier alles einmal abgelaufen. Hier ist nämlich zum Beispiel auch noch was Cooles. Dreirad. Gab es auch am Anfang relativ viele. Hat sich aber nicht so bewährt mit den Dreirädern. Ach schön, hier ist mal ein Lanz mit Zwillingsbereifung. Schauen wir mal ein bisschen, was dazu steht. 5 Tonnen wiegt der. Und ja, 10 Liter Hubraum, 38 PS. Liegender Einzylinder Zweitaktmotor. Ach schön. Hier ist mal ein Aktivist beim Fahren. Aber der müsste mal ein bisschen Gas geben, der Aktivist. Das klingt einfach besser. Guck mal, was hier für ein Verkehr ist. Das ist unglaublich. Dort ist noch ein Aktivist. Hier ist noch so ein Rohölschlepper, den wir vorhin gesehen haben. Die haben den gar nicht erst abgeladen. Verrückt. Und hier haben wir irgendwas, was den schönen Aktivist hier hergebracht hat. Wahnsinn. Okay, also wir werden jetzt leider hier links seitig nicht alles so perfekt sehen können, weil ihr seht, es ist einfach viel los hier. Leute, Verkehr. Deswegen kann ich jetzt zum Abschluss hier wirklich nur noch so ein bisschen lang gehen. Aber ich sehe gerade, ich habe noch was Tolles entdeckt hier. Das Einzige, was nicht schön geworden ist, der Tankdeckel ist der falsche. Ist der falsche Tankdeckel. Aber ansonsten muss ich mal sagen, sehr schöner ist er zu. Oh, das Rücklicht ist ein bisschen... Nee, alles gut. Ich will jetzt nicht meckern. Der ist wirklich gut. Schön. Und hier hinten steht einfach mal noch alles voll mit Traktoren. Hier wird gerade noch ein Lanz wieder angeheizt. Wir gehen aber jetzt mal hier vorne weiter. Ich muss den längsten Rundgang des Lebens jetzt irgendwann mal zu Ende bringen hier. Aber ist es nicht schön, auch sowas mal hier fahren zu sehen? Schön, hier sind noch 2 SR2. Vorne sogar noch in der ganz alten Version mit der Hexennase. Ja, der hat schon das neue Rücklicht. Der vorne, der SR2, hat noch die Hexennase als Rücklicht.
so ein Lanz muss gar nicht hupen. Der braucht einfach bloß mal kurz aufs Gas drücken. Dann hämmert das so schön, dass man dann eh den Lanz hört. Hier haben wir dann noch Hanomag und was ganz cooles, einen alten Deutz von der Wehrmacht. Das ist wirklich eine richtig alte, coole Bude hier, muss man mal sagen. Wenn man guckt hier, sieht man Wehrmacht Luftwaffe. Ich nehme einfach mal an, dass der bei der Wehrmacht, dort bei der Luftwaffe, auf dem Flugplatz vielleicht irgendwelche Flugzeuge hin und her geschoben hat, dass er dafür zuständig war. Könnte ich mir vorstellen. Was halt schön ist, der ist wirklich noch so richtig so im Original-Look. Mit den alten Kennzeichen, den alten Symbolen hier drauf. Das hat schon was. Und was der auch cooles hat, ja, noch Winker. Ne? Das hatten wir ja ganz am Anfang. Gab es keine Blinker, gab es die Winker. Das hat der Deutz hier. Klingt auch sehr gut. Ich glaube, vorhin haben wir den schon mal irgendwo mit drauf gehabt auf dem Rundgang, wo der an uns vorbeigefahren ist. Ja, schöner Traktor. So, weiter geht's hier mit Hanomag. Noch mehr Hanomag. Noch mehr. Auch schön hier. Sehr schön. Dort ist wieder so ein irgendwas Lanz. Den können wir ja eigentlich mal in Ruhe angucken. Die Minute nehmen wir uns jetzt mal noch zum Schluss. Also, normalerweise ist ja der Kühler vorne quer. Hier ist er einfach mal längs gebaut. Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich nehme an, dass es halt schmaler ist, aber an sich der Traktor, na doch, ist schon nicht so breit. Aber andererseits, ne, wenn man sich das anguckt, es hätte jetzt auch eigentlich gepasst, wenn man das Ding vorne quer hingebaut hätte. Also wer das weiß, kann mich gerne mal darüber aufklären, warum bei diesem Lanz der Kühler quer ist. Weil macht ja auch mehr Aufwand, weil guckt mal, hier ist extra nochmal so ein Lüfter. Weil Fahrtwind ist ja nicht an der Stelle. Ist komisch. Steht ja auch leider kein Schild hier. Schade. So, hier wird gerade noch ein Lanz vom Kohlehandel gezündet. Und überall hämmert es weiter. Na schön. Das Pfeifen ist herrlich, oder? Der pfeift so schön. Obwohl ich das Hämmern... was ist denn das? Ich wollte nur sagen, obwohl ich das Hämmern von den Lanz Bulldog besser finde. Aber was ist denn das bitte? Herrlich. Jawohl. Wahnsinn. Hier kommt wieder der Partybude. So, und hier links haben wir noch auch so einen Rohölschlepper, einer der ersten quasi. Lanz Bulldog. Schön war halt früher, guck mal, steht da dran. Schmieröl, Brennstoff. Früher alles schön beschriftet gehabt. Wohl bei dem komischerweise nicht. Aber vielleicht war das so früher und ist einfach nur
durch die Restauration abhanden gekommen. Aber hier sieht man es nochmal, ne? Die Füße haben nichts zu tun. Man macht alles mit der Hand. Das müsste der Ganghebel sein. Das hier müsste das Gas sein. Und das hier ist, glaube ich, dann die Bremse. Wie man kuppelt, kann ich euch nicht sagen. Oder hat nur einen Gang oder was ist denn? Weiß ich nicht. Aber ist schon interessant, ne? Von dem Zustand zu dem. In knapp 20 Jahren, ne? Damit haben sie angefangen. Und dann ist sowas draus geworden. Schon cool. Haben wir noch ein paar Zugmaschinen? Hallo Mac. H6. Aber das Ding hier ist ja wirklich krass hier. Nur ein Motor und irgendwas dran gebaut. Verrückt. Ja, beim K700 sitzt man auf der falschen Seite für Rechtsverkehr. Das ist, glaube ich, wegen der Ackerfurche, dass man in der Ackerfurche gucken kann, dass man das besser sieht. Ja, wir nähern uns jetzt wirklich langsam dem Ende hier. Hier haben wir nochmal eine schöne Plakette für 200.000 Kilometer ohne Generalreparatur. Schön. Herrlich. Das Teil sieht aus wie gerade nach 100 Jahren frisch aus der Scheune gezogen. Und läuft. Läuft. Hier haben wir noch einen Barkas als Leichentransporter. Ob das jetzt original oder umgebaut? Für mich wirkt das ein bisschen kurz. Dadurch, dass hier noch eine Rückbank ist, also eine Sitzbank, wirkt das für mich ein bisschen kurz. Aber hier haben wir die Schlitze zur Entlüftung. Tja, kann schon sein, dass es passt. Hier steht Elektro-Stallarbeitsmaschine. Obwohl, doch. Wollte gerade sagen, das klang aber jetzt nicht wie Elektro, aber... Das klackt ordentlich. Ja, ja, der kommt schon hin. Ja, hier haben wir nochmal zwei Barkas. Und dann sind wir doch tatsächlich am Ende von unserem niemals endenden Rundgang. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Filmmaterial es geworden ist, aber in Echtzeit habe ich jetzt hier ungefähr 6 Stunden gebraucht, das alles zu filmen. Mit Pause,
mit Akku neu laden. Mit allem drum und dran. Aber es hat sich gelohnt. Weil das einfach mal ein cooles Treffen hier ist, muss man einfach mal sagen. Mega, mega geil. Hier stehen noch ein paar Lanz. So, und zum Abschied nehme ich euch noch ein Stück mit vor hier. Wir gucken mal. Noch kurz vor ein bisschen hier zur Abfahrt. Weil manche scheinen ja schon zu fahren. Obwohl es erst Samstagnachmittag ist. Aber gut, man weiß halt nicht, wie weit es ist. Wie weit manche den Nachhauseweg haben. Ah ne, Vogel, der fährt wieder zurück. Also kann ich mich hier hinsetzen. Und mich bei euch bedanken für euer Interesse. Wie gesagt, wer sich das Video komplett angeschaut hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich will mal wissen, wer hier Hardcore-Fan ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. So, und ansonsten sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Video. Das ist ja dann schon nächstes Wochenende. Und dort ist auch ein Plakat, 16. Russentreffen vom 1. bis 3. September. Dort bin ich auch. Dann haben wir auch wieder einen schönen Rundgang. Das ist aber bei Weitem nicht so groß wie das Treffen hier. So, also zum Abschluss gucken wir mal noch hier ein bisschen, was hier so rausfährt. Der hier kommt von der Hansestadt Rostock. Von Rostock hergekommen. Nur, um hier einen Stationärmotor zu präsentieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Framo aus Großenhain. Guckt euch mal den Auspuff an, herrlich. Der Auspuff, das sah aus wie breit gequetschtes Rohr. Abo. Und hier haben wir noch einen schönen kleinen Trecker. Naja, da kommt auch noch was Schönes. Moment, das müssen wir uns noch angucken hier. Dort kommt. Oh ja, schön. Aus Niedersachsen extra hergefahren. Mit dem Güldner und mit dem Traktor Güldner und mit dem LKW. Wahnsinn. Da sieht man mal, was das Treffen hier für einen Anreiz hat. Das ist Wahnsinn. Fast halb Deutschland hierher gekommen. So, was machen wir jetzt? Weiter filmen? Oder mal aufhören? Na los, das Video ist eh lang genug. Da können wir auch die 2 Minuten noch filmen. Was hier noch so kommt. Ist da einfach herrlich, mal sowas zu sehen hier. Solche Fahrzeuge, wie sie langfahren. Schöner 311er Wartburg. Als Kombi. Top. So, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt mache ich mal einen Break. Kommt zwar noch ein SR2. Aber ich würde jetzt einfach mal einen Break machen.
damit wir auch mal hier ein Ende finden vom längsten Rundgang-Video Deutschlands auf meinem Kanal hier. Also vielen Dank für euer Interesse. Wenn es noch nicht genug war, guckt euch meine Livestreams an von dem Treffen hier. Habe ich auch noch 2-3 Stück auf Lager. Da könnt ihr auch noch gucken, wenn euch der 3-Stunden-Rundgang hier nicht gereicht hat. Also denn, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.